So, ich glaube, es ist alles bereit. Aber ich habe das ganz starke Gefühl, als hätte ich etwas ganz Wichtiges vergessen. Meine Güte, ist das schon wieder laut. Na ja. Warum ist denn das bei mir so laut, ey? Wahnsinn. Meine Güte. So. So ist, glaube ich, okay, oder? Okay. Na gut. Felino! Felinio 3006 ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. Guten Abend. Yay, es funktioniert. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für dein Abo. Und vielen, vielen Dank, dass du das neue Feature auch gleich getestet hast. Ich habe das wieder repariert, dass es vorgelesen wird. Habe dabei auch gleich die Texte geändert. Und auch, dass deine Nachricht jetzt vorgelesen wurde. Sehr nice. Freut mich, dass das jetzt klappt. Yay, dankeschön. Cool, 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 cool. Nice. Ihr sagt mir wieder Bescheid wegen Lautstärke und sowas, ne, wenn ich da was ändern soll. Moment mal, ich gehe mal ins Spiel. Ist ein bisschen laut, oder? Bei euch sieht es eigentlich gut aus, nur auf meinen Kopfhörern ist es, glaube ich, so laut. So. Hallo, Grummelchen und hallo, D-Man. Ja, weiter geht's. Genau da, wo das heutige Let's Play natürlich aufgehört hat. Genau an der Stelle. Jetzt warten wir noch ganz kurz. Ich trinke noch schnell einen Schluck. Ist übrigens kein Bier, sondern Orangensaftschorle. Aber das ist das Praktische, wenn man in Bayern lebt, von irgendwelchen Großonkels oder so erbt man immer 500 so Masskrüge und halbe Krüge und die sind echt praktisch, als so große Tassen einfach. Ich finde die voll gut, so halbe Liter Tassen. Hey Benny! Jo, Essen ist wichtig. So, machen wir weiter mit Resident Evil. Eins. Ich habe übrigens eine Umstimmung gemacht, Leute. Oh! Leute, was passiert hier? Ich sehe es noch nicht. Irgendwas ist passiert. Killrock 21 ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. Yeah. Killrock, vielen, vielen Dank für dein Abo. Das freut mich riesig. Dankeschön dafür. Und Leute, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Hype Train fährt gleich auf Gleis 1 ein. Bitte reichen Sie jetzt Ihre Abos und Bits ein, um einen Platz im Hype Train zu ergattern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen weiterhin eine angenehme Reise. Yay, Hype Train! Yay, ich habe viele lustige bunte Knöpfe mit lustigen Effekten und ich werde sie nutzen. Dankeschön, Leute. Großartig. So, also ich habe eine Umfrage auf YouTube gemacht und ich möchte erstens möchte ich mal eins festhalten, Leute. Bei dieser Umfrage haben fast 2000 Personen mitgemacht. 2000 Personen haben mit abgestimmt und es ging um das Let's Play, um das Resident Evil Let's Play und das Let's Play gucken auf dem Let's Play Kanal ungefähr 400 Leute oder so, wenn es hochkommt, ne? Warum? Warum machen da mehr Leute mit, als sich eigentlich dafür interessieren? Aber gut, okay. Auf jeden Fall haben knapp 2000 Leute mitgemacht und ich habe gefragt, sollen wir Resident Evil, nachdem wir es mit Jill durchgespielt haben, nochmal mit Chris durchspielen? Muss ich oder soll ich beide Kampagnen spielen, damit wir quasi wirklich das vollständige Resident Evil-Erlebnis haben und zwei Drittel haben tatsächlich gesagt, ja, spiel's nochmal mit Chris durch. Und das werden wir jetzt auch machen. Also nicht jetzt. Jetzt beenden wir es erstmal mit Chill natürlich, aber Chris kommt dann auch noch dazu. Und hi Vampire Girl. Und
Dann werde ich das Spiel auch auf Deutsch stellen. Ich habe es nämlich heute versucht, meine PlayStation in den Systemeinstellungen auf Deutsch zu stellen. Das Problem an der ganzen Sache ist allerdings, dass ich dann das Savegame von Chill nicht mehr laden kann, weil es heißt so, warte mal, das Savegame ist in einer anderen Sprache, das verstehe ich nicht. Deswegen, machen wir jetzt erstmal Chill auf Englisch weiter. Hi Merlin, bin auf dem Weg. Okay, cool. Bis gleich, dann in real life. Hi Claire. Sehr schön. Na schönchen, Popönchen. Dann fangen wir jetzt an, oder? Ich habe immer ein Auge im Chat so ein bisschen. Oh, mir wird jetzt schon warm, ey. Ich muss mal kurz noch mein Hemd ein bisschen verkürzen. Ah. Heute hat mich wirklich so ein bisschen gefroren tatsächlich, muss ich zugeben. Tagsüber. Aber jetzt, ja, so, boah, ganz schön warm. Diese YouTube-Community-Posts sind overpowered. Die sehen teilweise Leute, die noch keins deiner Videos angeguckt haben. Könnt mir gut vorstellen, dass das bei den Umfragen auch so ist. Ja, möglich. Kriegen das wirklich auch Leute, die den Kanal nicht abonniert haben? Sieht sowas jeder? Ich dachte, das sieht man nur von Kanälen, die man abonniert hat. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Mit Chris ist auf jeden Fall sehr lustig, weil er ein ziemlicher Idiot hier ist. Okay. Ja, ich meine, zumindest ne, kann er nicht Klavier spielen und kann keine kleinen Schlösser öffnen und hat eigentlich nichts außer ein Feuerzeug. Das ist alles, was er hat, ist ein Feuerzeug. Während Jill die super ausgebildete Elite-Militärfrau ist, die alles kann, kann er halt nichts. Er kann von der Story her gut schießen, aber ich glaube in Wirklichkeit nicht mal das, ne? Der hat jetzt keine höhere Crit-Damage-Chance oder so. Der hält ein bisschen mehr aus. Zumindest im Remake, glaube ich. Tja, so ist das eben. Ich habe auch extra einen Knopf für Resident Evil Musik. Da kann man immer brauchen, oder? Finde ich. Aber jetzt nicht. Hallo, rosa flausche Wolke. Ich schaue so gern deine Resident Evil Lore Videos und nun bin ich hier. Sehr cool, das freut mich. Dankeschön, dass du die Videos guckst und danke, dass du heute da bist. Sehr schön. Kommen ja vergleichbare Videos jetzt im Spooky Oktober. Meinst du jetzt vergleichbar zu dem Top 10 Gruselkreaturen Video? Sowas in der Art habe ich jetzt gerade nicht mehr auf Lager, aktuell zumindest. Aber der Oktober ist noch lang, ne? Da kann auch viel kommen. Ein Video habe ich für Freitag jetzt schon vorbereitet. Die anderen kommen, jetzt mache ich dann erst noch. Oh! Sarah Angel ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. Sarah Angel! Dankeschön fürs Followen. Ich habe bei der Nachricht noch, fällt mir jetzt gerade auf, ihm, ne? Ich habe immer die männliche Form. Das muss ich noch ändern. Das ist nicht cool. Aber trotzdem, danke schön für dein Prime-Abo. Das ist super nett von dir. Abonniert schon seit 24 Monaten. What? Vielen Dank dafür. Das ist ja super crazy. Dankeschön. Das ist ja eine unglaublich lange Zeit. Wow. Cool. So. Chill. Hey, sag mir mal, ist das Spiel bei euch irgendwie zu laut oder passt's oder ist es... So alt bin ich... Ja, eben. So. Okay, ich kann mich, glaube ich, noch grob erinnern, was wir beim letzten Mal hier gemacht haben, auch wenn es schon wieder fast eine Woche her ist. Wir sind jetzt quasi in einem relativ neuen Gebiet. Es gibt viel für uns zu entdecken, wahrscheinlich auch viel für uns zu bekämpfen. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, aber ich freue mich drauf. Hey, ohne Witz jetzt, ohne Witz. Ich habe doch noch im ersten Stream gesagt, so von wegen so, naja, okay, voll cool und ich freue mich und ich habe Spaß, aber dass ich mal wirklich Angst hatte vor dem Spiel, kann ich mir fast gar nicht mehr vorstellen. Oh nein, Leute, der Hype Train ist auf 94% krepiert. Ah, dankeschön. Danke an alle, die mitgemacht haben. Aber weit ist er leider nicht gekommen. Warte mal. Ich lasse die Statue lieber mal hier so stehen. Erstmal. Was wollte ich sagen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist auch egal. Wen interessiert's? Hi, Catelyn, wie geht's?
Warum bist du eigentlich schon so weit? Gab es nach dem Stream nach letzten... Naja, du musst auf meinen Let's Play-Kanal gucken. Da sind die ganzen Folgen. Ich mache quasi Let's Plays und das wollte ich auch erzählen. Jetzt weiß ich's wieder, Leute. Jetzt passt auf. Ich habe ja während des letzten Streams noch gesagt, so von wegen, okay, es ist voll cool und voll nostalgisch und macht mir auch Spaß. Aber dieses dieses Gruselgefühl, das ich früher empfunden habe, ne, das könne ich nicht mehr so wirklich nachempfinden. Habe ich damals im Stream noch gesagt. Und dann habe ich aber nachts, am nächsten Tag nachts, die Let's Play-Folgen aufgenommen, eben bis zum nächsten Stream. Ha, jetzt bin ich verwirrt. Und da habe ich mich schon ein bisschen gegruselt, Leute, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ah, es stand nur nicht genau. Da ist die Druckplatte sehr akkurat anscheinend. Ein geheimer Schreibtisch. Nanu, nana. Also das kannst du auf jeden Fall auf dem Let's Play-Kanal alles nachholen. Nein, wir haben keinen Platz im Inventar. Guckt euch das mal an. Oh, damn it, der Helmet Key, eine Batterie. Ja, ich befürchte, wir müssen einfach zu einer Kiste. Ich will jetzt auch das Kraut, das Doppelkraut nicht verschwenden. Hilft nix. Muss ich mir nur merken, da muss ich nochmal rein. Und da oben ist noch irgendwo ein Geheimraum, ne? Hm. Müssen wir mal gucken. Hi, yo, bei mir ist auch alles gut. Du sagst ja, dass du alle spielst. Wusste ja, es gibt viele, aber hab eben mal nachgesehen. Und es gibt wirklich, es gibt so viele Spin-offs, gerade in der Anfangszeit. Nach der Haupttrilogie quasi, nach Resident Evil 1, 2, 3, sind so viele Spin-offs erschienen. Da ging es ja dann, glaube ich, los mit Survivor und dann kam noch dieses super weirde Survivor 2 und Gaiden und. Es ist crazy. Es ist crazy. Es ist so leise plötzlich. Ich kann keine Items mehr nehmen. Es ist so leise. Verdammt. Ronny Rollo, danke fürs Followen, auch wenn keiner Lord schon wieder kommt. Keine Ahnung, was da los ist, aber vielen Dank. Freut mich sehr, dass du hier bist. Ein Millimeter ab beim Schiebengefühl, ja, genau. Ja gut, aber wenn man das streamt und dann ein Teil fehlt, weil das dann als Let's Play aufgenommen wurde... Wenn dann eher Stream und Let's Play, aber nicht beides gemischt. Doch, ich mache beides gemischt. Der Stream ist quasi ein dreistündiges Live-Let's Play. So muss man sich das vorstellen. Die Idee tatsächlich, jetzt wo du sagst, dass man verschiedene Spiele, ein streamt man, das andere Let's Playt man, könnte man auch machen. Aber ich habe es jetzt eben hier so angefangen, dass quasi der Stream ein dreistündiges Let's Play ist. Und die anderen Let's Plays kommen zwischendrin. Evelyn, 92! Dankeschön. Evelina-92- ist jetzt ein Birdrider. Evelina unterstrich. Mögen die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. Dankeschön. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Das muss ich ändern. Kann ich das jetzt live ändern? Ich glaube, ich ändere das schnell. Moment mal. Das haben wir nämlich gleich, wenn ich rausfinde, wo. Irgendwo gibt es so einen Knopf, auf den muss ich drücken. Und dann komme ich dahin, wo ich wirklich hin muss. Na egal, lassen wir jetzt. Bis zum nächsten Stream mache ich's. Hi Evelina und vielen, vielen Dank. Das ist wirklich super nett von dir. Freut mich sehr. Ich habe ein Plakat erstellt von Sierra Madre für mein Cosplay. Ah, okay, cool. Es gibt ja viele unbehagliche Musik in Resident Evil, aber wenn keine Musik läuft, ist es am schlimmsten. Ja, ne? Das stimmt. Es ist ein Helikopterlandeplatz. Wenn ich Kontakt mit den anderen Mitgliedern von dort aufnehmen könnte. ... Okay. Und sonst ist hier nix, oder wie? Okay.
Die Pistolenmunition konnten wir zum Glück mitnehmen, weil Chili jetzt einfach schon 10.000 Schuss hat. Hey, Alexandra. Aber... ja. Ich bin gerade nebenbei noch ein bisschen am Rumpfuschen. In den Einstellungen. So. Claire Jill Redfield ist jetzt ein Bird Rider. Claire Jill Redfield! Die Tentakel vielen, vielen Dank für dein Abo. Das ist super nice. Freut mich wirklich sehr. Hey, danke, dass ihr heute so abo-freudig seid. Wir sind jetzt gerade aktuell bei 37 Abos. Das ist sehr viel. Ich weiß nicht, ob wir schon mal... das ist lange, lange her. Ich habe früher, vor langer Zeit, vor vielen Jahren, wirklich schon vor vielen Jahren, habe ich mehr gestreamt tatsächlich, aber das ist wirklich schon lange her. Aber seitdem ich nur noch einmal in der Woche für ein paar Stunden streame, ist das definitiv ein Rekord. Danke dafür, Leute. Voll cool. Wow, he's unarmed. Damn. Chill ist einfach komplett gnadenlos, ey. War das wirklich in der deutschen Version, dass man die so zerstückeln konnte? Oh, guck mal. Zombies essen Zombies. Hier, in dem Spiel essen Zombies Zombies. Ohne Witz, Polizeibrutalität, ganz genau. ACAB. In dem Spiel war es, dass Zombies Zombies essen. Ich habe nämlich mal in einem Lore-Video von mir auch gesagt, dass man ab und zu Zombies sehen kann, die andere Zombies essen. Und ich wusste auch, dass das so ist, hundertprozentig. Aber ich wusste echt nicht mehr, wo. Und dann hat jemand in die Kommentare geschrieben, hör, Zombies essen doch keine Zombies. Das habe ich doch noch nie gesehen. Und ich konnte leider nicht sagen, wo das vorkommt. Ich konnte es ihm nicht sagen, der Person. Ich weiß es nicht. Aber gut. Seit Ewigkeiten bin ich schon auf YouTube dabei. Endlich habe ich es geschafft, dir auf Twitch zu folgen. Super cool. Dankeschön. Schön, dass du dabei bist. Hi. Und ich weiß nicht, warum es keinen Alert gab fürs Folgen. Oh nein, warum ist denn die Tür verschlossen? Come on, Leute. Die geht doch nur... warum ist denn die wirklich verschlossen? Ich wollte nur zum Safe Room gehen. Das wäre jetzt echt praktisch. Verdammt. Oh, da müssen wir jetzt den Aufzug nehmen, oder? Aufzug nehmen, Treppe hoch. Oder? Nee, warte mal. Ich gehe... oh Gott. Irgendwo gibt's hier einen Flur und ich glaube, da müssen wir jetzt durch. In dem zwei Hunter gleichzeitig sind, ne? Ich glaube schon. Uiuiui, habe ich da keinen Bock drauf jetzt. Zwei Hunter sind schon gefährlich. Hi, Frankie Tanky. Hi, Teilzeitgott. Guten Tag, wie geht's? Twitch spinnt halt manchmal, besonders Stream Elements. Ja, leider. Ja, ich benutze ja Streamlabs. Und das hat manchmal anscheinend so Tage, das sehe ich auch bei anderen Leuten. Das hat manchmal so Tage, da will es einfach nicht wirklich, ne? Kann man nichts machen. Tja. Nee, mir zeigt tatsächlich auch, ich sehe es nämlich hier gerade auf Twitch selbst. Chips aus der Dose, danke fürs Followen. Hi, schön, dass du da bist. Aber Streamlabs zeigt mir gar nichts an. Heute. Naja, zumindest werden jetzt Sub-Nachrichten nachgelesen, aber okay. Immerhin. Kleine Schritte, ne? Es kann ja nicht immer alles funktionieren. Eins nach dem anderen. Es funktioniert gut genug heute. Immerhin. Ich bin schon zufrieden. Aber die neuen Follower und Followerinnen müssen wir trotzdem noch per Hand begrüßen. Machen wir. Wie zum Beispiel Gnome. Hi, dankeschön fürs Folgen. Yay, Gnome und Chips aus der Dose. Ich danke euch. Schön, dass ihr mit dabei seid. Sorry, dass es keinen automatischen Alert für euch gibt, aber dafür bin ich ja da.
Gehen wir durch die Tür, die uns eventuell unser digitales Leben kosten würde. Gucken wir mal. Ich glaube schon, dass das hier der Doppelhanterraum ist. Ah. Damn it. Das ist gar nicht gut hier. Das ist gar nicht gut. Wir sind so am Arsch. Damit, oh Gott. Haben die uns in die Mangel genommen. Ich konnte nicht mal ins Menü gehen. Das ist ja super gemein. Weil ich die falsche Taste gedrückt habe, weil ich ein Trottel bin. Gut. So kriegen wir unser Inventar natürlich auch leer. Ist auch nicht schlecht. Das war mal ein Kampf, oder? Ja. Fast genau nach Plan. Perfekt. Okay, versuchen wir es nochmal. Diesmal machen wir es besser. Ich hoffe, die behalten den Schaden, den ich schon gemacht habe. Aber hoffentlich nicht die Position, die sie hatten, als ich das letzte Mal reingegangen bin. Ich glaube, einer ist tot. Da. Stirbt da. Das lief schon besser. Okay, ein Inventarplatz frei. Immerhin, ich nenne das Progress. Ich nenne das Fortschritt. Sehr gut. Wo ist denn jetzt der nächste Speicherraum? Ich kann mir das vor allem auf... Im Westflügel weiß ich es immer gar nicht. Ich gehe jetzt... Warte mal, da ist der Tigerkopf, oder? Wenn ich jetzt hier hochgehe, wo komme ich da hin? Wenn ich mir doch das nur merken könnte. Oder wenn auf der Karte Speicherräume eingezeichnet werden. Doch, doch, der ist schon. Das ist der unter der Treppe. Ich weiß es schon. Okay. Passt schon. Glaube ich zumindest. So ungefähr. Ich behalte mal die Pumpgun in der Hand lieber. Hier war ich noch nicht, seit wir zurückgekommen sind. Dammit. Nein, jetzt komm. Schieß doch. Oh Gott. Verdammt nochmal. So Hunter sind gefährlich. Die sind richtig gemein, ne? Die lassen einem teilweise einfach nichts mehr machen. Dammit. Hast du auch noch Resident Evil 1.5? Nee, habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Habe ich mir nur ein YouTube-Video dazu angeguckt. Aber ich habe auch nicht vor, dass ich so... Weil im Endeffekt ist ja Resident Evil 1.5 ein Fan-Made-Spiel, ne? Und ich habe auch nicht vor, dass ich so Fanspiele spiele. Ich meine, das hat natürlich viele offizielle Elemente, aber wurde ja dann letztendlich quasi von Moddern mehr oder weniger zusammengebastelt. Ja, genau. Es läuft eigentlich ganz gut, nur dass ich gerade fast von einem Hunter gefressen wurde und ich versuche jetzt einfach schnell... Passa. Oh, da steht noch einer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Slain der Axvagdos. Dankeschön. Und dir auch ein fröhliches Hossa. Mann, oh Mann, oh Mann, die Hunter sind echt erstens überall und zweitens sehr gefährlich. Es ist Granatenwerferzeit, würde ich sagen. Schrobflinte, du bist cool. Ich habe überhaupt nichts gegen dich persönlich. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt mal Barrys Geheimwaffe gegen Lebende. Gegen lebende Objekte. Slin oder Slain? Auf jeden Fall, hi und Dankeschön. So. Wo ist er denn? Na, hier haben wir ihn. Sehr schön. Die nehme ich auch noch mit, die vier. Was packen wir denn jetzt dafür weg? Ich packe mal die vier. Oder, ja komm, das wird reichen. Nehmen wir die Pistole noch mit. Ich denke schon für Zombies und so. Ich brauche mindestens einen Lernplatz für oben, ne? Mindestens. Genau, passt schon. Gehen wir mal so. Beziehungsweise die Batterie brauche ich auch erst wieder im Garten. Das weiß ich sicher. Ob wir den Helmschlüssel nochmal brauchen, weiß ich nicht mehr. Aber macht ja nichts. Ich speichere auf jeden Fall jetzt mal kurz. Das war... Und Heilung, stimmt. Wir sollten auch dringend noch Heilung einpacken. Meine Güte. Diese Hunter. Hi, Mr. Snake.
Ah, Mr. Snake, du hast mir doch beim letzten Mal irgendeine Frage gestellt, ne? Über Discord hast du mir die Frage gestellt. Ich habe mir gedacht, das wäre doch super, kann man gleich im Stream beantworten. Das war, die Frage war, wie man das erklären kann, dass Chris und Jill und die anderen Hauptfiguren quasi sich nicht infizieren mit dem T-Virus, obwohl sie immun sind. Quatsch, was rede ich denn da? Obwohl sie gebissen werden offensichtlich. Und genau, ich habe die Antwort schon vorweggenommen. Da gibt es tatsächlich mehrere Theorien dazu, wie das sein kann, dass sich die Hauptfiguren nicht infizieren. Und die weitläufigste Theorie ist, dass sie eben einfach tatsächlich eine natürliche Resistenz gegen den T-Virus haben. Was gar nicht so ungewöhnlich ist, weil tatsächlich gibt es Dokumente, die uns darauf hinweisen, dass es eben relativ viele Menschen sogar gibt, die eine natürliche Resistenz gegen den T-Virus haben. Und deswegen eignet sich der T-Virus auch nicht besonders gut als Biowaffe in einem Gebiet einzusetzen, weil die Resistenz zu hoch ist, die Quote. Ne? So ungefähr heißt das in diesen Formularen. Das heißt, unsere Hauptfiguren sind wahrscheinlich resistent, glücklicherweise zufällig. In Outbreak gibt es ja die interessante Mechanik, dass die Charaktere tatsächlich einen Infektionstimer haben quasi. Man darf in den Leveln nicht zu lange brauchen und nicht zu oft getroffen werden, sonst stirbt man, weil man sich in einen Zombie verwandelt. Also die sind infiziert und durch gewisse Kräuter kann man so die Krankheit rauszögern, aber das haben wir in den Hauptspielen nicht. Also unsere Hauptfiguren, Chris, Jill, Leon, die sind wahrscheinlich einfach immun. Und deswegen, gut, ich meine, Leon und Claire kommen ja von außerhalb nach Raccoon City, aber die anderen lebten ja in Raccoon City und haben bestimmt auch das verseuchte Wasser getrunken oder darin geduscht und so weiter. Also die müssten infiziert sein. Insofern sind die wahrscheinlich einfach wirklich immun. Würde das nicht auch erklären, warum nicht alle in Raccoon City infiziert waren? Genau, weil es doch im Wasser war. Genau, eben. Das ist so die Theorie. Das ist auch relativ plausibel. Gerne doch, dafür bin ich da. Das ist quasi wirklich mein Job. Nein, ein Schuss. Meine Güte, Hunter. Jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Ich meine, Barry hat nicht gelogen, als er gesagt hat, die sind sehr effektiv gegen Lebendes. Platt. Nice. Ich fühle mich plötzlich sehr mächtig. Das ist schön. Hallo, Mr. Zelda, wie geht's? Ich habe die Demo von Resident Evil 2, die Demo vom Original auf so einer PlayStation-CD oder sowas. Was meinst du, wie deine Endzeit wird? Von dem Run jetzt, keine Ahnung. Dadurch, dass ich das Spiel, gerade jetzt das Original vom ersten, habe ich tatsächlich seit über 20 Jahren nicht mehr gespielt. Deswegen Mr. Z. Alder, okay, aber Mr. Zelda finde ich auch gut. Deswegen wird meine Zeit ganz, ganz schlecht. Also ich spiele auch nicht, ich versuche auch nicht, das schnell durchzuspielen. Mr. Z, okay. Ich habe nur Alda dahinter geschrieben, weil Z nicht mehr verfügbar war. Ich dachte, da steht Z-Elder quasi. Knapp daneben. So, ich weiß schon, wie wir laufen müssen. Auf der PS1 die Demo. Okay, cool. Da habe ich witzigerweise heute erst, von Resident Evil 1 der Demo, kommt in dem Video vor, das Freitag online geht. Da geht es quasi so ein bisschen um quasi Resident Evil 0.5, wenn man so will, um das Resident Evil, das wir fast bekommen hätten und das einfach was komplett anderes geworden wäre als Resident Evil 1, das wir jetzt hier spielen und wie sich das vielleicht anders ausgewirkt hätte auf die Videospiellandschaft und so weiter. Genau. Ich dachte, was, Mr. Zelda könnte so ein Insider-Gag sein, von wegen so, ja, ich mag Videospiele, Zelda ist mein Lieblingsschwertschwingender Held, so ungefähr, ne? So in die Richtung, dachte ich, geht das. Ich bin gestern unter 4 Stunden gekommen. Der Speedrun-World-Record liegt bei 59 Minuten. Ja, gut, mit professionellen Speedrun-Zeiten darf man sich nicht vergleichen, wenn man Casual spielt.
Aber ich werde deutlich. Ich glaube, ich bin jetzt schon bei 6 Stunden oder so. Kann das stimmen? Es kann stimmen. Es stimmt. Ich glaube, ich bin jetzt bei 5 Stunden oder so schon. Also, ich mache mir da nicht so den Stress. Du hast noch nie Zelda gezockt. Ha. Also, die älteren Zelda-Teile sind sehr nostalgisch und so weiter. Ich meine, ich bin ein Riesenfan von Ocarina of Time. Ich finde, das ist eins der einflussreichsten und großartigsten Spiele seiner Zeit, aber das kann ich dir jetzt heute auch nicht mehr wirklich empfehlen. Aber die neueren, Breath of the Wild und Tears of a Kingdom, die kann ich dir wirklich auch heute noch, die sind ja auch recht neu, ne, empfehlen als echt richtig, richtig, richtig gute Spiele. Alles davor fühlt sich mittlerweile ein bisschen angestaubt an, glaube ich, wenn man nicht damit aufgewachsen ist. Hab auch noch nie Zelda gespielt, interessiert mich aber einfach auch nicht. Ich kann dem irgendwie nichts abgewinnen. Ich habe damals mit Wind Waker angefangen und die davor dann nachgeholt. Wind Waker hat mir auch echt gut gefallen. Das wurde von vielen kritisiert, das mochten viele nicht, aber ich fand Wind Waker schon immer ziemlich cool. So, okay, jetzt haben wir die Disc geholt. Ach, weißt du was, das grüne Kraut nehme ich mit, bevor wir es hier liegen lassen. Zur Not nehme ich es mal, ohne dass ich es brauche, ne, wenn das Inventar zu voll ist. Aber das jetzt hier verkümmern lassen, ist ja auch schade drum. So, Map. Ich muss eh wieder zurück zur Speichertreppe quasi. Okay, dann gehen wir nochmal den gleichen Weg zurück. Ich mag viele Nintendo-Spiele, aber Zelda irgendwie nicht. Naja, mein Gott, gibt's auch. Hi, Duffy. Gibt's natürlich auch immer, dass man Sachen einfach nicht mag. Kann man nichts machen. Ich weiß nicht, warum die Musik hier in der Küche so super spannend ist. Ich empfehle Zelda Adventures of Link auf dem NES. Wirklich? Ist das wirklich deine Empfehlung? Oder ist das jetzt so ein sadistisches in die Falle locken? Das Spiel hat nämlich schon was, finde ich. Aber oh boy, ist das Hardcore. Das ist das Dark Souls der Zelda-Spiele, würde ich sagen. Also Zelda 2 meine ich jetzt. Das ist Adventure of Link, oder? Glaube ich. Oder heißt das erste so? Ich bringe alles durcheinander. Aber wie heißt denn dann das zweite? Wie heißt überhaupt irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Im Director's Cut kommt da diese falsche Fake-Mucke, die ein angeblicher tauber japanischer Komponist entwickelt hat. Und Capcom wurde von ihm gescammt. Was? Das ist eine Geschichte, die ich noch nicht kenne. Das finde ich immer interessant. Da muss ich mal einen genaueren Blick in die Story reinwerfen. Das ist wirklich so, okay. Ich schaue mir das mal an. Oh Gott. Ja, ich ziel ja schon. Hat der mich erschrocken. Die sind so lautlos, ne? Und plötzlich hauen sie dir in die Hacken. Was ist mit dir? Hey, in dem Raum hier, beide Stockwerke mitgerechnet, da ist ja kein Ladebildschirm dazwischen. Oder doch, da ist ein Ladebildschirm dazwischen im Original gerade noch, ne? Ja, Helmschlüssel brauchen wir nicht mehr, aber trotzdem sind da sehr viele Hunter. Ultra geil, musst du echt mal nachlesen. Ja, das klingt wirklich interessant, die Geschichte von dem angeblich tauben Komponisten, der Capcom gescammt hat. Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Story. Ein Vogel. Ein Zettel. Befehle.
Streng geheim, 22. Juli 1998, 2.13 Uhr. Der Anführer des Security Departments. Der Tag X rückt näher. Vervollständigt die folgenden Befehle innerhalb dieser Woche. Erstens, lockt die Member von STARS ins Labor und lasst sie gegen Biowaffen kämpfen, um Daten über die Kampfkraft zu sammeln. Zweitens, sammelt zwei Embryos der Biowaffe. Zwei Embryos pro Biowaffentyp und stellt sicher, dass alle Spezies aus. Was? Collect two embryos per bow type, making sure to include all von jeder Spezies außer den Tyrants sollen die zwei Proben mitnehmen. Und drittens, destroy the Arkley Lab, including all researches and lab animals in the manner. Also alle Tiere und Forschungsdaten und das Arkley Labor und alles in die Luft sprengen und es soll so aussehen wie ein Unfall. Gezeichnet White Umbrella. Das weiße Umbrella, das lese ich zum ersten Mal. Was hat das denn mit White Umbrella auf sich? Ist das irgendwie wichtig? Da muss ich jetzt an Resident Evil 7 denken, ne? Naja. Schrottflintenmunition. Nothing useful, da ist doch ganz offensichtlich was. Magnum-Munition. Eins Magnum-Munition. Sehr gut. Nothing useful. Ich sehe da Gewehre an der Wand, Chill. Bist du dir sicher, dass da nothing useful ist? Eine Leiter, eine Treppe. Wer hat eigentlich in seinen Zimmern, in der Villa stehen zwei so riesige, komische Metalltreppen rum, ne? Was ist das? Warum hat man sowas in seinem Zimmer? Na? Ich glaube, ich bin hier falsch. Wo muss ich denn hin? Ich kann die Treppe sonst nirgends hinschieben. Ich kann die nicht weiterschieben. Doch, ich kann sie doch weiterschieben. Magie, es funktioniert. Ich weiß nicht, warum es gerade nicht ging. It looks like it's... Es sieht so aus, als könnte es sich... Es würde es sich bewegen. Ja. Warum ist denn hier so eine Treppe, Leute? Bin ich doof? Mache ich irgendwas falsch? Ich weiß das nicht mehr. Hier sind doch bestimmt mindestens 10 Leute anwesend, die das gerade eben nochmal gespeedrunnt haben. Sag mir mal, was hier los ist. Um die Tierköpfe zu reinigen. Ja, aber warum denn so ein riesen Blechding? Da tut es doch auch so eine kleine Klappleiter. Ich verstehe das nicht. Ich komme auch nicht dahinter, dass ich es hochschieben könnte. Du musst das Licht ausmachen. Ah, ich erinnere mich. Okay, danke, 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 danke. There is a switch. Die haben schon die Nintendo Switch prophezeit, ne? Jetzt muss ich leider nochmal aus dem Raum rausgehen und wieder reingehen, weil sonst kann ich die nicht mehr zurückschieben. Ist es dunkel, wenn ich jetzt wieder reingehe oder nicht? Ich sage, es ist dunkel. Ich sage, es ist dunkel. Es ist dunkel. Yes. Ich habe gewonnen. Gegen mich selbst. Sonst hat keiner mitgewettet. So. Okay, stopp. Das dürfte passen. Mit Kercher kommt man auch ohne Leiter dran. Zum Glück läuft Wesker immer schnell durch die Räume und schiebt immer alles so weit hin, wie es war. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber Wesker hat noch gar nicht seine Superkräfte. Das ist wahrscheinlich irgend so ein architektonisches Meisterdingens hier, ne? Das hat wahrscheinlich irgendwie Spencer hier einbauen lassen. Jetzt muss ich natürlich kurz die Munition wegpacken, die wir hier gefunden haben. I'll be back. Weil, als ob sie nicht schnell diesen blöden, kleinen, roten Edelstein, weißt du, die hat 1000 Schuss Pistole irgendwo in ihren Taschen. Als könnte die nicht noch diesen kleinen, roten Edelstein irgendwo unter ihren Hut stecken oder so. Ich schließe jetzt mal die Tür hier auf. Ich schätze mal, das geht, oder? Ach so, nee, da bräuchte ich tatsächlich immer noch den Code. Und ich glaube, den habe ich tatsächlich irgendwo gefunden, ne?
Ah ja, sie hat ihn automatisch eingegeben. Aber ich will gar nicht durchgehen. Ich wollte nur die Tür mal aufmachen. Falls wir nochmal backtracken müssen. So. Die haben auch eine super Putzfrau. Entfernt das mega fixe getöteten Monster. Das stimmt. Das ist nochmal ein ganz eigener geheimer Part der Resident Evil Lore. Vielleicht hat es irgendwas mit den Resident Evil 4 Händlern zu tun, könnte ich mir vorstellen. Wer weiß. Vielleicht gibt es einfach sowas wie Elfen in dem. Man könnte viel in der Resident Evil Spielmechanik mit Elfen erklären. Oder kleinen Kobolden. So ein kleiner fahrbarer Rasenmäher, mit dem er durch die Gänge mäht. Ja, genau. Sowas in der Art wird sein. Die Heinzelmännchen, ganz genau. Okay, hey, für was brauche ich denn die Disk? Kann das sein, dass ich die Disk erst ganz, 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 ganz am Ende brauche? Ist das nicht eine von den drei Aktivierungsdisks, damit ich irgendwie den Selbstzerstörungsmechanismus aktiviere oder irgendwie sowas, ne? Weil wenn das so ist, dann packe ich die jetzt gleich weg. Und ich speichere nochmal. Weil warum nicht? Ink Ribbon. Na. Der braucht immer sehr lange, um meine nicht vorhandene virtuelle Memory Card zu checken. Hi Susi. Und hi Fiorell, wie geht's? Schön, dass ihr mit dabei seid. Was wollte ich machen? Ich wollte das noch wegpacken und dann passt, ne? Dann holen wir uns jetzt den roten Rubin und gehen nochmal zum Tigerauge und dann gehen wir eigentlich schon zum Aufzug. Insofern könnte ich schon die Batterie mitnehmen. Ich gehe nochmal schnell rein und hole noch schnell die Batterie. Weil dann kommen wir hier gar nicht mehr zurück, glaube ich. Mal gucken. Aber ich glaube nicht. Vielleicht. Schauen wir dann, wenn es soweit ist. Die Disk brauchst du, wenn du Chris aus dem Gefängnis holen willst. Genau, aber das ist ja erst irgendwie am Ende, so ziemlich am Ende, ne? Die müssen wir jetzt nicht mitnehmen, das war nur meine Frage. Batterie und Kurbel. Moment, Batterie und Kurbel soll ich jetzt mitnehmen? Oder, also die Batterie auf jeden Fall, bei der Kurbel, die hätte ich nicht gewusst. Sind Rubine nicht immer rot? Das weiß ich nicht. In Edelstein-Lore kenne ich mich nicht so gut aus. Es macht durchaus Sinn, finde ich. Korrekt. Batterie und Kurbel. Gut, okay, dann nehmen wir die Kurbel auch gleich mit. Wenn ich euch nicht hätte. Wo ist sie denn? Ich habe sie schon gesehen, die Kurbel. Und jetzt den Edelstein, den setzen wir ein und dann dürfte es vom Inventar her auch passen. Ne? Gut. Hi, Black Cat. Natürlich sind Rubine immer rot. Okay. Man sagt ja rot wie Rubine. Ja gut, aber in Zelda sind Rubine grün. Und rot und gelb und weiß. Und haben alle Farben so. Insofern, hauptsächlich grün eigentlich. Insofern, warum sollte Zelda mich anlügen? Stimmt's, Mr. Zelda? Die quadratische Kurbel. Ich habe eh keine andere als die quadratische Kurbel. Ach, ich muss vielleicht erstmal noch den... Ja, geh mal weg, Tiger. Ich bin einfach nur dumm. Passt schon. Ich bin gleich wieder da. Ich sollte vielleicht erst den Edelstein noch holen, bevor ich irgendwas in das Tigerauge einsetzen will. Ach ja, das ist so lustig. Deswegen würde ich in einer echten Zombie-Villa nicht überleben, weil genau das würde mir in Wirklichkeit auch passieren. Genau das würde mir auch passieren. Ich würde erstens dauernd die Orientierung verlieren.
Und zweitens würde ich alles vergessen. Ah, oh, dammit, jetzt habe ich die Munition für die Magnum vergessen und wir sind beim letzten Endboss. Na super. Oh Gott. Ich hatte als Kind oder als Jugendlicher oft diese ganz typischen Träume, dass ich irgendwie aus dem Haus gegangen bin und habe vergessen, Hosen anzuziehen. Aber bei mir ist das tatsächlich eine sehr berechtigte und realistische Angst. Insofern waren das gar nicht so abwegige Träume. Ich habe zumindest schon öfter vergessen, meine Schuhe anzuziehen. Also das merke ich dann natürlich relativ schnell. Aber zumindest mit Hausschuhen oder so oder Socken bin ich schon öfter mal so rausgegangen und dachte mir, ach, Trottel, und bin wieder umgedreht. Geschafft. Das war nicht leicht. Ich mag es, wie verwirrt du bist. Hast ewig viel über die Lore gelernt und keinen Plan, wie man... keinen Plan, was du in den Spielen machst. Zumindest in den älteren wirklich nicht mehr. Ich habe mich tatsächlich halt super viel mit der Lore und der Hintergrundgeschichte und der Story und allem beschäftigt. Aber ich habe die Spiele nicht gespielt. Also schon natürlich in meiner Jugend und so. Aber gerade so Teil 1, 2, 3, ne, im Grunde bis Veronica, habe ich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gespielt. Das Remake vom ersten dann schon eher wieder. Aber gerade jetzt den allerersten 100 Jahre nicht mehr. Sehr schöne Treppen, Runtersteig-Animation auch. Okay, also Schuhe habe ich noch nie vergessen anzuziehen, aber ich bin zum Beispiel mal mit Grille unter die Dusche gegangen und habe mich dann gefragt, warum ich so schlecht sehe. Mit der Brille wahrscheinlich. Aber mit Brille müsstest du doch gut sehen unter der Dusche, oder? Oder wie jetzt? Oder eine Lesebrille. Ja gut, dass ich noch keine Brille brauche. Das wird... Hey, wenn ich nicht mein Tablet hätte, mit dem ich quasi über diese Unping-Funktion auch mein Handy anpingen könnte, würde ich zweimal am Tag einfach mein Handy... Ich würde 50% meiner Tageszeit damit verbringen, mein Handy zu suchen. True story. Benutze ich wirklich mindestens einmal in der Woche, wenn es reicht, mein Handy, meine Handysuch-Unping-Funktion. Wenn Wasser an die Brillengläser kommt, ist es blöd. Ja, das glaube ich. Oder es beschlägt. Ja, okay. Da, 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 da. Magnum, called Python. Sehr schön. Die Waffe werde ich wahrscheinlich nie benutzen. So wie ich mich kenne. Die heben wir uns für den Tyrant auf. Ich habe leider heute ein bisschen eine verstopfte Nase. Ich hoffe, ich atme nicht zu laut ins Mikrofon. Gerade in den leisen Passagen von Resident Evil, wenn keine Musik läuft, traue ich mich kaum zu atmen. Ich habe eben Noise Gate an, aber trotzdem will ich nicht so ins Mikrofon quietschen mit meiner Schnaufnase. Okay, wir haben Batterie, wir haben Kurbel. Wir wollen in den Garten. Dafür gehen wir jetzt... Wo gehen wir hin? Wo bin ich? Ich bin hier. Wir gehen wieder in den Tigerraum, oder? Oder? Wir gehen in den Tigerraum und dann hinten rum. Kann das sein? Wenn ich doch nur Funkenorientierungssinn hätte. Ich glaube schon. Tipp vom Optiker: Brille abnehmen.
dann hör doch auf zu atmen. Ja, wenn so weit sind wir technologisch noch nicht. Verdammt. Das war der falsche Gartenbereich. Wo geht's denn in den Garten? Ah, ich weiß schon, glaube ich. Ich glaube, ich weiß es. Ich muss zu der anderen, zum anderen Speicherraum unter der Treppe, oder? Nee, doch. Ja, genau. Doch, doch. Okay. Okay. Ich krieg's schon hin, irgendwie. Wir finden schon einen Weg. Jetzt mal aber meine ernste Frage. Warum eigentlich das Original und nicht das Remaster? Das ist kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Ich habe mir gedacht, wenn ich wirklich die komplette Resident Evil-Reihe spielen will, alle Teile, fange ich mit dem Original ersten an und dann spielen wir eben 2, 3 und ein paar weirde Remakes und Veronica und dann, wenn die chronologische, vom Release-Datum her chronologische Zeit gekommen ist, spielen wir auch den das Remake vom ersten Teil und Zero. Na, ich habe mir gedacht, ich werde jetzt nicht alle Versionen von jedem Spiel spielen. Also ich spiele jetzt nicht Code Veronica und Code Veronica X separat oder sowas. Und auch jetzt nicht das Original Resident Evil und den Director's Cut getrennt so, ne? Aber ich habe mir gedacht, das Original Resident Evil 1 und das Remake sind so unterschiedliche Spiele, die kann man getrennt sehen als getrennte Teile so ein bisschen. Deswegen fangen wir jetzt mit dem Original an. Ist ja auch irgendwie schön, wenn man wirklich mit dem Original anfangen kann, ne? Finde ich. Und dann geht's weiter mit dem Remake. Also irgendwann dann auch. So. Wenn ich jetzt da oben durchgehe, dann sind wir, das ist glaube ich der kürzeste Weg, ne? Denke schon. Nein, Resident Evil 3 Remake spielen wir natürlich schon auch. Ich meine, das ist auch schnell vorbei, ne? Muss man fairerweise sagen, das dauert nicht lange. Und ich meine, das ist auch schon wieder länger her, dass ich das durchgespielt habe. Ich spiele halt einfach, wisst ihr, privat spiele ich halt einfach super viel unterschiedliche Sachen. Ich bin gar nicht so jemand, so wenn ich mich mal in die Lore reingegraben habe, dann macht es mir schon Spaß, dass ich da immer tiefer mich in ein Thema eingrabe. Aber wenn es um Spielen von Spielen geht, spiele ich eigentlich super viel durcheinander und super viel Unterschiedliches. Und mach das auch gar nicht gerne, dass ich mich zu lange mit einem Spiel beschäftige, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich auch die meisten Resident Evil Spiele zu Release oder nahe Release durchgespielt und dann eigentlich nie wieder. Oder weißt, alle paar Jahre dann vielleicht mal. Aber ich bin jetzt niemand, der die irgendwie jedes Jahr wieder auspackt oder immer wieder durchspielt. Ich glaube, das Einzige war tatsächlich Resident Evil 4, das ich dann wirklich regelmäßig durchgespielt habe. Aber ansonsten glaube ich tatsächlich nicht. Der Resident Evil 2 Remake fand ich gar nicht so schlecht und Resi 6 komisch, kann mich nicht dran erinnern, dass hier ein Resident Evil 6 gegeben hat. Ja, habe ich auch verdrängt. Ah, das ist wirklich, ne? Ich habe es ja eh schon, ich glaube, habe ich da im letzten Stream drüber geredet oder in einem Let's Play, dass ich mich auf alle Teile, die wir irgendwie noch spielen, freue. Auch auf die ganz weirden, skurrilen Dinger. Weil irgendwie sind die halt was Besonderes und ich habe die noch nie gespielt, manche Spin-Offs. Gerade die sehr skurrilen und so weiter. Und da bin ich sehr gespannt drauf und so weiter und so fort. Nur auf Resident Evil 6. Da habe ich wirklich überhaupt keinen Bock, ey. Oh, da bin ich echt so, oh, muss das wirklich sein? Müssen wir Resident Evil 6 spielen? Aber ja, das gehört auch dazu. Da müssen wir auch durch. Und ich glaube tatsächlich, da ich ja wirklich vorhabe, alle Spiele durchzuspielen, werden wir auf ein paar Spin-Offs stoßen, die tatsächlich noch um einiges unangenehmer werden wie Resident Evil 6. Auch wenn ich das wirklich auch nicht mag und ich finde es langweilig und es nervt mich. Aber es wird Schlimmeres geben, ziemlich sicher.
befürchte ich. Aber warte mal, ich habe eh ein Erste-Hilfe-Spray. Das hab ich gar nicht gesehen. Hey, irgendwie sieht die Decke in dem Raum aus wie ein Boden. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie so eine Decke gesehen, aber ich habe schon viele solche Böden gesehen. Und der Boden könnte eine Decke sein. Haben die hier irgendwie die Textur verkehrt rum irgendwie dran gemacht oder so? Soll der Boden die Decke sein und andersrum? Hier ist auch so eine komische Rampe. Warum? Ach so, weil da die Treppe hochgeht. Ja, okay. Ich nehme alles zurück. Wunderbar. Gut designt. Hallo, Sascha. Wie geht's? Ja, machen wir eventuell auch, dass wir Resident Evil 5 und auch andere Teile wie Revelations, die man halt Koop spielen kann, Koop spielen. Da muss ich mal gucken, ob ich die Merlin überreden kann zu allen Teilen. Aber ich glaube, zumindest bei Resident Evil 5 ist sie wahrscheinlich auch dabei. Also die Koop-Teile werden auch Koop gespielt. Also hoffentlich. Gucken wir mal. Mir geht's gut. Dankeschön. Und dir? Oh, du Arsch, du. Diese Hunter, ey. Die sind so stealthy. Warum sind denn die so stealthy? Du hast es gut. Ich habe keinen gebunden, der freiwillig mitmachen wollte, gefunden. Ich bin mir auch nicht sicher bei den Revelations-Teilen, ob ich die nicht doch alleine spielen muss. Aber mal gucken. Ich werd's versuchen. Moment, war der Aufzug da hinten? Nee. Nee. Vergiss es. Ey, hier kommt ja zwischendurch im Stream Werbung. Okay. Ist das nicht normal? Wenn man nicht gesappt hat? Ich glaube, da kann ich gar nichts machen, oder? Das ist einfach so, glaube ich. Aber Twitch ist für mich Neuland. Ich kann es euch nicht mal sagen. Aber ich dachte, das ist normal. Also ich kenne Twitch tatsächlich nur, wenn ich ab und zu mir selber einen Stream angucke. Und da kommt schon ab und zu einfach so Werbung, ohne dass ich... Also wenn ich nicht gesappt habe. Ist halt wie bei YouTube. Eigentlich nicht. Also ich habe sonst bisher keine gehabt. Aha, okay. Keine Ahnung. Das ist aber wirklich mit der Werbung bei so einem Livestream nochmal viel nerviger als auf YouTube, ne? Weil da ja nicht mal pausiert wird. Mir wird ja nicht mal angezeigt, wann Werbung kommt. Ich könnte ja nicht mal pausieren. Ich nutze Adblock. Du Dieb! Du klaust hier meinen Content. Unverschämtheit. Ja, aber es ist ja wirklich bei Live-Dingern doof. Moment mal, wo bin ich denn jetzt? War ich hier nicht schon? Ich bin jetzt mit dem... Moment mal. Ich bin jetzt mit dem Aufzug... Moment mal. Ich dachte... Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, Leute. Was? Warum bin ich einfach wieder da hochgefahren? So wünsche ich euch noch viel Spaß. Jo, mach's gut. Guten Appetit. Ach so, warte mal. Soll ich vielleicht... Nee. Ich verstehe das Rätsel hier nicht. Ist mittlerweile so. Ich glaube, vermehrt in den letzten paar Wochen. Davor war es nicht so schlimm. Okay, okay. Du musst mit dem Aufzug hoch und kurbeln. Ah, meine Güte. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ehrlich. Das hätte jetzt lang gedauert. Aber das macht Sinn. Das gibt's aber im Remake so nicht mehr, oder? Glaube ich.
die Passage, also dieses Rätsel. Aber auch das Remake ist ehrlich gesagt schon ein paar Jahre her. Also mich würde es nicht wundern, wenn ich mich da auch an viel nicht mehr erinnern kann. Heute kann ich nicht schreiben, irgendwie. Meinst du jetzt schreibfehlermäßig? Ja, das ist, mein Gott, das gibt's. Das kennt man. Kenn ich auch. Mein Gott, das, vor allem auf Twitter oder so, ne, wenn man seine Tweets nicht editieren kann und so. Da nervt's mich so brutal, wenn ich dann irgendwas raushau und dann merke ich so, oh Gott, schon wieder alles komplett falsch geschrieben. Aber ich merke es natürlich erst, ne, ich lese es mir zweimal durch und denke mir, passt, weg damit. Und dann hau ich es raus. Oder bei Videotitel teilweise auch, ne? Oh Gott, ey. Und dann immer, wenn ich gerade am Sonntag unterwegs bin und den Titel gerade nicht schnell ändern kann oder sowas. Frisch Brötchen mit Zwiebeln. Frisch Brötchen. Hi. Dankeschön. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo. Soll ich die Batterie wieder rausnehmen? Kann man die überhaupt wieder rausnehmen? Moment mal. Hätte ich überhaupt? Ja, wahrscheinlich schon. Ich schau mal, ob man die wieder rausnehmen kann. Nee. Ah, und jetzt ist hier der... Ach, genau, okay. Ja, ich erinnere mich. Ich bin eigentlich so ein kleiner Grammar-Nazi. Aber im Live muss man halt schnell in die Tasten hauen. Eben, das sowieso. Ich bin da aber auch überhaupt nicht. Also mir ist das komplett wurscht, ehrlich gesagt. Solange der Inhalt verständlich ist. Oh, Jill. What good timing. Schreibt, wie ihr wollt. A moment ago I heard someone's voice coming from this hole. Let's go together since it's dark and we can't see very well. Will you go with him? Yes. Okay, let's go. I will. Okay, then I'm gonna cover you. Let's hurry. Hey, are you all right? I can go first if you want me to. Do you want him to go first? No. Okay, let's go, Barry. I'm depending on you. Nur mal auf die Map schauen. Das ist auch schon eine Passage, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ha, hilft mir auch nicht viel weiter. Bin spät dran. Was habe ich verpasst? Wir sind jetzt aus der Villa raus. Ich habe ganz viel Hunter erschossen. Die haben mich ganz schön in die Enge getrieben und sind ganz schöne Arschlöcher. Und jetzt haben wir Barry getroffen. Und ich habe mit Wasser geplanscht. Das basically ist, das ist, was passiert. Ich glaube, No war ein böses Ende. Oh, oh. Ja, dann gucken wir mal. Ne, wie es passiert, so passiert's. Ich habe mir gedacht, dass es so eine gute Idee ist, wenn Barry und ich zusammenbleiben. Die erste gute Idee, die ich von irgendjemand höre in diesem Spiel. Uh-oh. Thanks, Barry. Sagt sie nicht mal. Unhöflich. Oh, und weil ich es gerade sehe, weil die Alerts heute wieder nicht funktionieren. I'm Man of Tomorrow, falsche Taste. I'm Man of Tomorrow und Gary Kleeman. Dankeschön fürs Folgen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich muss mal ganz kurz niesen. Na, verstopfte Nase, niesen? Was ist denn da los? Wenn ich mir da mal nicht was eingefangen habe. Ich hoffe nicht. Es wäre gerade ungünstig. Aber wann ist es schon günstig? Is that voice Enrico's? Yeah? You're alive! Wait there! Are you with anybody, Jill? What? Oh, yes! Enrico! So, Barry and Jill together. Dankeschön. Are you all right, Enrico?
The stars are doomed. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Ha! Oh. Barry untersucht. Okay, dann gehen wir jetzt, während Barry untersucht. Und wir verfolgen den mysteriösen Schützen. Nanu. Aber das ist die. Warum? Aber okay. Halt! Was liegt hier? Eine mehrkurbelige Kurbel. Mehrkantige Kurbel. Crazy. Die hätte ich voll übersehen. Warum liegt die da einfach? Crazy. Barry macht ein paar Doktorspiele. Ja, hoffentlich ist er ein guter... Ich glaube, ich weiß nicht, ob Barry ein guter Arzt ist. Oh! Ist das derselbe? Weil wenn, dann war Barry nicht sehr effektiv. Wie kommt eigentlich Wesker an den allen vorbei? Oh, oh, Spoiler, Achtung. Aber wie kommt eigentlich Wesker an den ganzen Hunters vorbei? Was ist denn da? Warum sind die... Nee, glaube ich nicht. Die Hunter dürften nicht irgendwie programmiert sein oder so. Nee. In Umbrella Chronicles, glaube ich, muss auch Wesker gegen die Hunter kämpfen. Die sind einfach nur echt überall. Hallo, Tucker. Das war ein Meisterschuss von Jill. Nicht schlecht. Sie ist the master of unlocking pain. Ich erkenne nicht, was das da sein soll. Ich muss mal ganz kurz auf die Map gucken. Okay. Ein Power Generator funktioniert nicht. Aber was ich sehe, ist Heilspray. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Heilspray oder Munition für den Granatwerfer. Ich nehme mal das Heilspray mit, was weißt du nicht. Ich habe noch so viel. Wenn es jetzt Säure wäre, ne, hätte ich gesagt, ja, yeah, Säuregranaten nehmen wir mit. Hier ist ganz schön viel Hunter-Aktivität. Aber normale Granaten werden überbewertet. So, bin ich jetzt hier gerade irgendwie einfach nur einmal im Kreis gelaufen, oder wie? Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich will einfach nur raus hier. Hilfe! Lasst mich raus! Oh Gott. Chevator Leo, danke schön fürs Folgen. Hi, schön, dass du mit am Start bist. Oh Gott! Ich war doch gerade eben noch hier, Mensch. Das gibt's ja nicht. Die Hunter, die wachsen aus dem Boden wie Pilze. Ich würde jetzt tatsächlich gern mal wieder eine Kiste und eine Schreibmaschine finden. Okay. Ich hoffe, Barry kommt klar. Ich habe so viele Hunter wie möglich getötet, ne? Mit dem Rest muss er selber klarkommen. Eine einzelne, einsame Schreibmaschine. Als ob irgendjemand mit Ink Ribbon rumlaufen würde. Unverschämtheit. Ach so, mehr ist ja auch gar nicht. Okay, dann bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, Leute. Moment, das sollte eine Tür sein. Ah, okay. Ein hexagonisches Hole. Nanunana. Die Sequenz dauert ganz schön lange. Ich glaube, Landsquid wird sich da unten verlaufen. Oh ja, das glaube ich auch. Genau. Genau, mein Kryptonit. Die Orientierung. Aber ich habe irgendwas gekurbelt und wir können weitergehen. Guckt, gar nicht so schwer. Nanunana ist ein Geschäft.
Bin immer gern reingegangen. Kenn ich auch als Geschäft tatsächlich. Das stimmt, ja. Nicht Radio. Ich wollte nicht Radio benutzen. Okay, es ist Progression. Ich wollte gerade sagen, kommt hier nicht so ein Indiana Jones Felsen? Uh-oh, it's a trap. Puh, Glück gehabt. Und sie hat nicht mehr ihren Hut verloren, was sie quasi besser als Indiana Jones macht. Muss man schon mal sagen, fairerweise. Oh! Chill, dreh dich halt um. Ah. Perfekt, das ist ja gut jetzt. Das trifft sich gut. Oh, da ist noch einer. Um Gottes Willen. Nee, ach, das war nur der, der gestorben ist. Der ist noch so ins Bild gefallen. Alles klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lara Croft ist immer noch die bessere Indiana Jones. Ja, okay. Ja, doch, glaube ich auch. Indiana Jones ist halt so das... Ist Indiana Jones wirklich so das Original? Oh, oh. Oh, oh. Was ist jetzt los? Oh Gott, Bossraum. Warte mal. Die haben mir wahrscheinlich nicht umsonst Feuer gegeben. Ach so, das darf ich nicht. Na dann, schießen wir erst Säure. Beschießen wir uns einfach gegenseitig ein bisschen mit Säure. Hey, es hat funktioniert. Barry? Danke. Aber ich bin vergiftet. Das ist nicht gut. Das Geräusch. Das ist echt eklig, wie man da so drüber läuft. So klebriger Boden. Wir sind poisoned. Aber die große Ekelspinne ist tot. Was war das für ein Geräusch? Ich muss mal ein Heilspray nehmen. Weil ich glaube, ich brauche das Messer wahrscheinlich, damit ich die Spinnweben wegmachen kann, ja. Kann leider erst ab Resident Evil 2 die Granaten austauschen. Ja, es ist voll weird, ne? Es ist voll weird. Ich habe so Bilder jetzt gesehen aus der Demo von Resident Evil 1. Und da konnte man tatsächlich zum Beispiel Waffen wechseln, einfach so. Während des Spiels einfach Waffen wechseln. Die hatten das schon im Spiel und haben es dann aber wieder rausgenommen. Das ist komisch, oder? Das verstehe ich nicht. So, ich brauche jetzt entweder einen Speicherraum. Also eine Kiste, besser gesagt. Oder blaues Kraut irgendwo. Weil sonst wird das unter Umständen... Welche Laute dringen an mein Ohr? Hallo? Boxy, die fröhliche Kiste. Brauche ich gar nicht weiterreden. Mein bester Freund ist da. Hurra! Da. Okay, cool. Haben wir noch Säuregranaten? Ich muss sagen, ich bin ein Fan von Säuregranaten. Oh, ich glaube, die Merlin ist heimgekommen. Oder Einbrecher. Ich habe normale Granaten. Und sehr viel Speicherband. Ich speichere mal. Und dann machen wir ein bisschen... Eigentlich sollte ich erst Inventar managen, ne, und dann speichern, falls was ist. Aber nee, jetzt speichern wir erstmal. Komm, speichern. Speichern ist immer gut. Hey Konka, wie geht's? Wieso habe ich jetzt My Name is Boxy im Kopf? Ha, das kenne ich nicht. Das sagt mir gerade nichts. Na, da ist die Memory Card. Gut gemacht. Ich
Tipp auf Einbrecher, wahrscheinlich, aber ist auch, was soll man machen, ne? Ich mochte die Idee, dass Resident Evil 1 damals als Koop-Spiel geplant war. Ja, genau, als Koop-Spiel, beziehungsweise eben im Grunde auch schon wie Resident Evil Zero mit einer optionalen KI, die man sich dazu einstellen kann, wenn man will. Da gab es ja eben auch schon tatsächlich Material. Kann man sich Videos dazu angucken, wie das damals ausgesehen hätte. Aber dann haben sie es doch nicht gemacht. Weil es nicht gut war einfach, anscheinend. Weil sie es nicht gut hinbekommen haben, zumindest. Na, geh ums Eck. Tischkanten. Tischkanten sind Jills größte Schwäche. Und wenn man ihre Schwäche Tischkanten und meine Schwäche Orientierungssinn vereint, ey, dann müsste Wesker nur ein Labyrinth aus Tischen bauen und wir wären komplett ausgeliefert. Der Einbrecher auch aus Thief Simulator. Hat das mal jemand von euch gespielt? Ich habe mir das nur immer aus der Entfernung angeguckt und finde es irgendwie skurril. Der Thief Simulator. Ich hoffe, da lernt man nicht wirklich nützliche Informationen. Okay, weiter geht's. So simpel hat Wesker nicht gedacht, ja. Der ist halt ein typischer Brugger. Der Name sagt mir was. Oh Gott, Schlangen. Der ist halt so ein typischer Comic-Bösewicht, ne? Der kann nicht einfach mal irgendwas simpel sein. Okay, gucken wir mal, wo wir sind. Ich bin... Okay, oben ein mysteriöser langer Gang. An einem anderen Weg eine Tür. Ich gehe mal in den mysteriösen langen Gang. Noch ein Stein. Ah, gut, dass ich die Kurbeln weggelegt habe, ich Vollidiot. Ich guck noch schnell, welche Kurbel ich brauche. Moment. Dann hole ich die gleich noch. Ein Hexagon. Okay, ich brauche die Hexagon-Kurbel. Wahrscheinlich kurbel ich dann ein Loch in den Boden oder so, ne, damit der Felsen abstürzt und so weiter. Bla bla bla, kennen wir schon. Gucken wir mal. Brugger ist das, was du für Resident Evil die Lore bist. Er ist der Spieler, du der Lorer. Aha, okay. Die Hexagon-Kurbel. Ich muss mal schnell was. Da. Nee, ist das die Hexagon-Kurbel? Die heißen beide einfach nur Crank. Nee, ich glaube, das ist die Hexagon-Kurbel. Ne, die sieht kreisförmiger aus. Ja, okay, gut. Prost. Okay, weiter geht's. Die Schlangen sind aber auch sehr harmlos, oder? Können die einen vergiften, wenn die einen erwischen? Vermutlich. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Es gibt auch andere Let's Player, die kleiner sind. Aber eigentlich genauso gut. Ja, gerade bei Let's Plays. Ey, Let's Plays ist so ein unglaublich überlaufener Markt, ne? Einfach so vollgestopft. Da ist auch einfach sehr viel Glück dabei, dass man da nach oben gespült wird. Da gibt es bestimmt sehr viel, sehr gute und sehr unterhaltsame in allen Größen und Formen und Farben. Die Schlangen können einen vergiften. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das ist natürlich nervig, ne? Ziemlich crank. Ich benutze jetzt nochmal. Und dann habe ich dem Stein eine Falle gestellt. Hahaha.
habe gestern die 800 Abos erreicht. Herzlichen Glückwunsch, dann ist es auch gar nicht mehr weit zu den 1000. Ja, und jetzt Stein, roll in die Falle, komm. Verdammt. Muss ich den erst von der anderen Seite anschubsen? Naja, ich gehe jetzt einfach mal, gehen wir einfach mal in den anderen Raum. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich hier machen muss. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Bei Baldur's Gate 3 wird das gehen. Ja, aber das kann man halt immer zu allem sagen, ne? Ganz egal. Bei Baldur's Gate 3 würde alles gehen. Das ist schon sehr faszinierend, das Spiel. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir sind ganz woanders. Okay, cool. Ist im Original auch schon der Brunnen der Geheimgang ins Labor? Ein... okay. Adler, rundes Symbol. Und ein Wolf. Und da hinten ist nichts. Habe ich nur übersehen wahrscheinlich, oder? Da hinten ist wirklich nichts. Adler und Wolf. Okay, gut. Let's go. Hey, danke übrigens an alle, die mir jetzt in den letzten Minuten noch gefolgt sind. Ich krieg leider keine Notifications. Aber Foxy Love und Adele, Dankeschön. Und schön, dass ihr mit dabei seid. Und hi. It does not open. Da muss ich jetzt mal gucken. Ich gehe nochmal in die Kiste zurück, aber ich glaube, ich habe nur das Adlermedaillon bis jetzt, oder? Ich weiß nicht, wo ich den Wolf noch herkriege. Habe ich da irgendwas übersehen? Muss ich nochmal gucken. Oder hat es was mit dem Stein zu tun, den ich nicht in die Falle locken kann? Leider. Weiß ich nicht. Ich muss immer aufpassen, dass ich hier in dem Raum schnell durchlaufe. Nicht, dass die mich vergiften. Ich stehe noch ein paar blaue Kräuter rum. So schlimm wäre es nicht. Aber trotzdem, es muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. Vielleicht könnten wir den Stein ja einrollen. Was? Vielleicht könnten wir dem Stein ja eine Rolle in Indiana Jones. Ah, Jäger des verlorenen Schatzes anbieten. Das stimmt. Das wäre... Damit bringen wir den Stein vielleicht ins Rollen. Also, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz durch, was ich habe alles so. Moment. Ich habe nämlich... Ich habe mein Inventar echt schlecht sortiert für meine Verhältnisse. Ich habe eigentlich immer schön sortierte Inventare. Kann ich jetzt wirklich nicht behaupten. Aber wir haben definitiv eine der beiden Medaillen. Die Adlermedaille, die nehme ich schon mal mit. Die können wir schon mal einsetzen. Und dann haben wir Kräuter... Speicherband, mehr Speicherband. Die Diskette, aber die kommt erst später. Nee. Ich befürchte, wir haben kein Wolfsmedaillon. Wenn ihr wisst, wo ich das übersehen habe, dann dürft ihr es mir gerne sagen. Ob es überhaupt eine Rolle spielt, den Stein ins Rollen zu bringen? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber das mit dem Stein kommt mir zumindest noch so ein bisschen verdächtig vor, ne? Da ist zumindest noch irgendwas zu tun. Inventar unordentlich, die Abo. Ja. Verstehe ich. Das Inventar in Resident Evil 1 Original ist aber auch ein bisschen unhandlich, ne? Da bin ich schon eher ein Fan vom Resident Evil 4 Inventar. Da würde mir sowas nicht passieren. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass mich der Stein zerquetscht, wenn ich jetzt nochmal kurbel und dahin gehe. Aber ich weiß es jetzt auch nicht. Mach es einfach. Aha, was haben wir denn da? Guck dir das mal an. Kumpel von mir Resident Evil 1 nur mit dem Messer durchgespielt.
sogar die Schlangen, wo aus dem Baum runterfallen, gemessert. Aber das macht auch Sinn, oder? Ich hätte die nämlich, wenn ich die getötet hätte, auch am ehesten gemessert jetzt. Sag mir nicht, ich brauche jetzt hier die viereckige Kurbel. Nee, ich brauche eine hexagonische Kurbel. Ich benutze sie mal. Hä? Wie? Ich kann die nicht benutzen. Ich stand vielleicht nicht richtig. Warte mal. Okay. Nee, ich kann die nicht benutzen. Ah. Mit Chris auf schwer. Ja, ich kenne so Messerruns grundsätzlich. Finde ich schon sehr cool. Könnte ich nicht machen. Dafür würde mir echt die Geduld fehlen bei sowas. Da muss man ja schon trainieren. Ah, jetzt kann ich sie benutzen. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Ach so, reinkurbeln muss ich es auch wieder, ne? Okay. Wenn da jetzt das Wolfsmedaillon drin ist, dann sind wir quasi schon im Labor. Heureka! Und da sind noch nicht mal 8. Und es sieht gut aus. Ich bin guter Dinge. Ich kann das hier nicht benutzen. Ach so, ja, ich muss es checken, nicht benutzen. Mein Fehler. Da. Na dann, Leute, gehen wir in den Bunker. Cool. Aber was ist jetzt mit dem Stein? Der kommt jetzt erst wahrscheinlich, ne? Ich dachte wirklich, ich könnte den clever ins Loch locken, aber nee. Warum rollt der nicht los, der Stein? Es beunruhigt mich, dass der Stein nur so eine Attrappe ist. Was ist denn? Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt irgendwas verpasst oder übersehen oder falsch gemacht. Ist auch ziemlich cool, dass man die Bücher hier untersuchen musste. Ja, finde ich auch sehr cool. Das mochte ich auch schon immer. Dieses detailliert angucken und dann irgendwelche Knöpfe und Schalter finden und Sachen öffnen. Coole, coole Idee. Mag ich auch. So, hier kommt der Adler rein. Bitteschön. Einmal Adlermedaillon und hier einmal Wolf. Nein, ich stehe nicht exakt genug davor. Na komm. So, das sieht gut aus. Und hier einmal Wolf. Und dann hört aber der Hund schlagartig. Der Husky hört schlagartig zu heulen auf. Nice. Okay, cool. Dann hole ich mir jetzt noch schnell... Jetzt fängt er wieder an. Hole ich mir jetzt noch schnell ein bisschen Heilung. Dann stopfen wir uns das Inventar noch voll, bevor wir das hier zurücklassen. Ja, es ist wirklich... Es sind wirklich Huskies, oder? Die so klingen. Und zwar im Normalbetrieb. Wahrscheinlich hatte irgendwie einer von den Entwicklern... ein Husky daheim und hat einfach beim Schlafen mal so ein Mikrofon rangehalten und so schnarcht der wahrscheinlich. Stellt euch das mal vor, ihr habt schon einen Hund, der jede Nacht so schnarcht. Ich glaube, selber könnte man mit Oropax noch damit leben, aber was die Nachbarn wohl denken müssen. Sind das nicht erst in Resident Evil 2 Dobermänner? Also es ist tatsächlich ganz witzig, weil lore-technisch, wenn man es genau nimmt, sind die im ersten Teil Cerberus, also geklonte Biowaffen auf Basis eines Dobermanns.
während die im zweiten Teil halt einfach nur infizierte Hunde sind und zufälligerweise alle Dobermänner. Technisch gesehen haben die das gleiche Modell benutzt und es ist genau der gleiche Gegner, aber von der Lore her ist das tatsächlich was Unterschiedliches. Dobermann und Wobermann. Okay, Leiter oder Tür? Das ist hier die Frage. Ich gehe erst die Leiter. Da ist eine Leiter. Willst du runtergehen? Ja. Wir haben ja eine Kiste, aber keine Schreibmaschine. Das ist auch ungewöhnlich, ne? Aber gut. Ich kann mal das normale Kraut und die Kurbel vielleicht wieder reinlegen, damit wir ein bisschen Platz haben, falls wir was Cooles finden. Ja. Dann gehen wir mal durch die Tür mit dem ominösen roten Licht. Zombies. Ich habe euch vermisst, Freunde, ohne Witz. Die Hunter sind einfach nervig. Ihr seid cool. Zombies sind meine Freunde. Guckt sie euch an. Wie niedlich. Zombies sind schon einfach cool. Ich mag Zombies auch wirklich immer noch. Bei vielen Leuten hat irgendwie so eine Zombie-Müdigkeit eingesetzt in den letzten Jahren. Weil Zombies halt einfach auch überall plötzlich waren, ne? Die wurden so vom so ein bisschen nischigeren Horror-Element zum absoluten Mainstream. Aber ich habe nie den Spaß an Zombies verloren. Ich mag Zombies immer noch und finde die immer noch tolle Monster. Ich finde, das sind einfach sehr tolle Monster. Die funktionieren auf so vielen Ebenen. Sowohl als Gesellschaftskritik, als auch einfach als sehr gruselige Kreaturen. Das ist einfach gut. Ich mag die. Genau wie Vampire. Ja, das stimmt. Aber ich bin nicht so der Vampir-Fan. Aber die sind auch sehr populär und überall. Aber die sind mir eher wurscht. Also ich habe jetzt auch nichts gegen Vampire, aber mit denen kann ich auch nichts anfangen. Zombies sind schon eher meine Freunde. Was das angeht. Eine zweite Diskette. Jetzt habe ich so viel Heilung, ey. Oh, ja. Wir treffen ja jetzt dann bald zum ersten Mal einen neuen Gegnertyp. Sehr cool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die werden Ende des Spiels bei der Flucht, glaube ich, nochmal nervig. Was, du magst die nicht? Wein. Ja, bei dir mache ich eine Ausnahme. Nee, wie gesagt, ich habe nichts gegen die. Oh. Das sind höchstwahrscheinlich einfach alte Zombies, die hier rumstehen. Weil, ne, viele glauben ja, dass die Resident Evil Zombies halt wirklich so typisch zombiemäßig Untote sind, aber das stimmt nicht wirklich. Die sind im Grunde einfach nur infizierte Menschen. Die gehen tatsächlich in so eine Art Scheintodzustand, bevor die richtig zombifizieren. Aber das ist nicht so, dass da irgendwie die Toten wieder auferstehen oder sowas. Aber tatsächlich fault die Haut ab. Also es erscheint so, als würden die irgendwie nekrotisch werden, weil die Haut abstirbt, während aber das Muskelgewebe darunter tatsächlich an Dichte zunimmt und super kompakt wird, ne? Also die sind alles andere als irgendwie Tote, wandelnde Tote. Und im Grunde, glaube ich, könnte man so interpretieren, schätze ich mal, sind das einfach ältere Zombies, die eben schon ihre Haut verloren haben, weil die tatsächlich abstirbt, die braucht der Zombie-Körper nicht mehr und dafür ist aber darunter ein sehr viel präsenteres Muskelgewebe freigelegt worden. Ich glaube eher, das sind Versuchszombies. Ja, würde ja eben auch passen, dass das ältere sind. There is a switch. Spiegelung! Oh. Something is written on the picture. Wahrscheinlich muss ich wieder das Licht ausmachen. Aber ich wollte mich erstmal umsehen hier, damit es nicht so gruselig ist. So, wenn da ein Regal ist, dann schieben wir. Blaulicht. Brief eines Forschers.
Ich habe übrigens für alle, die jetzt noch nachträglich dazugekommen sind, ich wollte das Spiel jetzt eigentlich wirklich auf Deutsch einstellen für diesen Stream, aber dann lässt mich die Version das Savegame nicht mehr laden. Das heißt, wir spielen es jetzt mit Chill auf Englisch fertig und dann starten wir aber nochmal einen Run auf vielfachen Wunsch mit Chris und spielen nochmal die Chris-Kampagne und die spielen wir dann auf Deutsch. Erinnert mich dran, bevor wir anfangen mit der Chris-Kampagne, dass ich hier umstelle noch schnell. Dear Ada, liebe Ada, wenn du das hier liest, bin ich schon etwas anderes. Die Tests heute haben sich als positiv herausgestellt, so wie ich es erwartet hatte. Ich fühle mich, als würde ich verrückt werden, wenn ich daran denke, einer von denen zu werden. Ada, du bist nicht infiziert und ich hoffe, du wirst es auch nie sein. Falls du die Letzte übrig sein solltest, nimm die Materialien und in den Visual Data Room und geh zum Power Room, um das System zu triggern, bevor du fliehst. Und mach all dies publik durch die Medien. Wenn alles in der richtigen Reihenfolge passiert, werden alle Schlösser sich öffnen vom Security-System. Dann kannst du dich mit meinem Namen einloggen an den Terminals im kleinen Labor und das Passwort eingeben. Das Passwort ist dein Name. Um die Tür auf B2 zu öffnen, wo der Visual Data Room sich befindet, brauchst du Zugriff mit deinem Vornamen und einem anderen Passwort. Ich schreibe den Code drunter. Ich bin mir sicher, du verstehst es einfach. Und das ist meine letzte Hoffnung. Wenn du mich komplett verändert vorfindest, bitte töte mich. Passwort Marm oder Xarxlm, dein John. Und ich weiß, was manche von euch jetzt denken, aber es gibt höchstwahrscheinlich keine Verbindung zwischen der Ada hier und Ada Wong. Das ist wahrscheinlich nur Zufall, dass die gleich heißen. Das würde nicht wirklich viel Sinn machen. Tree, Apple, Man, Woman. Oh meine Güte, ey, jetzt brauche ich aber wirklich Zettel und Stift. Das kann ich mir jetzt aber nicht merken, glaube ich. Wobei, warte mal, da steht einfach nur, wie die Objekte heißen, ne? Tree, Apple, Man, Woman. Ja, okay, gut, das kann ich mir doch merken. Muss ich mir nur die Notiz nochmal angucken? Oh nein, das ist die ganz falsche. Also, wir haben dieses komische MX, dann so ein komisches Rauten-A, so ein halbes M und ein ganzes M. Also Super M, kleines Manschgall, halbes M, normales M. Schauen wir mal kurz. Das Super M, oh, das ist so eine schlechte Auflösung, aber ich schätze, das Super M ist wirklich ein M, okay. Das komische Manschgall ist ein O, Mo. Das halbe N, M. Apl. Also Mole. 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 Hi zusammen. Hallo an alle, die jetzt noch gekommen sind. Ist das Passwort wirklich Mole? Ich schreibe das mal schnell hier rein. Aber es müsste Mole. Es müsste Mole sein. Genau, Mole. Ja, Mole. Okay. Mole. Ada ist das der Username und Mole ist das Passwort. Ein elektrisches Schloss. You don't have the passcode. Was? Muss ich vielleicht einfach, hätte ich das gar nicht selber lösen müssen, sondern muss ich einfach nur das Bild anklicken, wenn ich den Schalter gedrückt habe? Kann das sein? Vielleicht. Es könnte sein, ne?
Ich sollte mal einfach alles anklicken. Vielleicht merkt sie sich das dann selber. Oder ist es der falsche? Ich weiß nicht. Ist vielleicht auch einfach der falsche Terminal. Ich klicke vorsichtshalber trotzdem mal alles an. Mach das blaue Licht an und so weiter und so fort. Nein, sagt ihr. Okay, gut. Doch, du musst das Rätsel schon selber lösen. Ach so, okay, gut. Ja, gut, okay. Das heißt, ich muss nicht nochmal jetzt draufklicken mit ihr. Ich dachte vielleicht, ne? Wäre das sowas von wegen, ich muss das mal angeklickt haben und dann versteht sie es. Aber nee, okay, passt schon. Dann gehen wir weiter. Wie verwöhnt heutzutage immer alle sind. Ja, stimmt aber wirklich. Ne? Von modernen Spielen würde man erwarten, dass das automatisch eingefüllt wird. Ich lese mir doch nicht wirklich Notizen durch und merke mir irgendwelche Passwörter. Sobald mein Charakter quasi die Notiz aufgehoben hat. Moment mal, warum steht der wieder? War das schon im ersten Teil? Stehen die alten Zombies wirklich wieder auf, wenn die schon tot waren? Sind die schon so ein bisschen Crimson Head-mäßig? I really didn't know. Ich hab das wirklich nicht gewusst, wenn das so ist. Hey, da habe ich aber null Erinnerung, dass die wieder aufstehen. Ist das wirklich so? Nein, aber die nackten Zombies spawnen quasi immer wieder neu. Okay, 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 okay. Sowas mag ich nicht. Neuspawnende Gegner mag ich nicht. Mochte ich noch nie in keinem Spiel. Deswegen werde ich mit Outbreaks sehr viel Spaß haben, leider nicht. Wenn wir da mal hinkommen. Befürchte ich. Weil, oh, Outbreak ist für mich echt kein gutes Resident Evil. Habt ihr Outbreak mal gespielt? Kennt ihr das? Weil was Outbreak im Grunde macht ist, abgesehen vom Multiplayer-Aspekt, der nicht wirklich funktioniert im Westen, also man kann das mittlerweile mit Mods und so nachpatchen, aber Outbreak macht im Grunde, dass du erstens ein Zeitlimit hast, zweitens ist alles sehr schnell und actionreich und drittens spawnen unendlich viel Gegner dauernd. Und ich bin echt kein Fan von all diesen Entscheidungen. Also das ist wirklich so das dynamische Trio der schlechten Resident Evil Spielentscheidungen, meiner Meinung nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Gott, das wird nichts für mich. Aber ich bin gespannt drauf. Ich bin gespannt drauf. Glück. Ach ja, gucken wir mal. Hey, danke übrigens an alle, die jetzt noch reingefollowt sind. Ne? Ich weiß nicht, warum die Notifications nicht funktionieren. Aber gut. So, wir sind Ada. Und das Passwort ist Mole. Das ist sehr schön gemacht, finde ich. Sehr schön. Was? Login incorrect? Was? Hä? Habe ich irgendwas falsch geschrieben? Ada? Ach, sein Vorname. Okay. Okay. Sein Vorname, nicht ihrer. So. Nein! Warum stimmt das denn jetzt nicht? Naked Mole. John, A.D. Mole. Diese Tipp-Animation. Ja, aber ich finde die schön gemacht, die Tipp-Animation. John war es. John. Was habt ihr nicht? Habe ich nicht John geschrieben? Ada ist das Passwort. John der Login. Und was ist dann Mole? Hilfe! Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Mole ist das Passwort für den Raum. Okay. Okay. Gut, Leute. Wenn ich euch nicht hätte. Also. John ist der Nutzername. Und Ada ist das Passwort. Das ist aber wirklich, hey, die sollten echt nochmal irgendwie
die Informatik, das wäre wahrscheinlich alles nicht passiert, wenn die Informatik die Umbrella-Wissenschaftler mal ein bisschen in hier Cybersecurity geschult hätte, oder? So, wir haben es geschafft. Also, öffnen wir die Türen in B2. Ich finde, das ist schon schön gemacht. Und jetzt muss ich das nochmal eingeben, damit ich B3 auch öffnen kann. Oder was ist los? Ach so! Ah, ich verstehe jetzt. Jetzt verstehe ich das System hier. Jetzt bräuchte ich hier Mole, ne? Aber ich glaube, ich kenne quasi das Passwort für die Türen in B3 noch überhaupt nicht. Ja, jetzt. Jetzt verstehe ich's. Die IT scheint auch nicht fit zu sein. Normalerweise hätte da gerade eine Warnung kommen müssen, dass der Rechner nach 3-mal falsch eingeben gesperrt wird. Ich versuche jetzt auch mal, ob das Passwort für B3 geht, aber ich vermute mal stark, da werde ich irgendwo noch mein eigenes Passwort finden. Ja, aber das finde ich voll schön gemacht, das Rätsel. Das gefällt mir. Ach, brauchte ich für B3 überhaupt kein Passwort? Guckt euch die Umbrella Security hier an. Das gibt's ja wohl nicht. Schön abmelden wieder, ne, chill, chill versteht's wenigstens. Die meldet sich wenigstens ab und lässt sich da nicht eingeloggt. Das ist schon mal sehr gut von ihr. Heieiei, ich nehme mal ein Doppelkraut, auch wenn ich es gar nicht brauche, aber wir müssen. Ach, ich kann, das Spiel lässt mich keine Items verschwenden. Das finde ich gut von dem Spiel. Aber ich würde gern das, was da am Boden liegt, mitnehmen. Ist das eine Magnetspule? Ist es ein Pudding? Becher, ich weiß es nicht genau. Weißt du was? Ach, nein! Ich wollte doch nur cool sein und einfach durchlaufen. Hey, aber jetzt könnte ich die Heilung wahrscheinlich nehmen. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Ah. Sind die nackten Zombies auch ein bisschen schneller als die anderen Zombies? Ich meine schon, oder? Ha. Schon wieder Werbung. Hat sonst irgendwer noch Werbung? Oder hat nur Vampire Girl ganz spezifisch für sich zugeschnittene Werbung? Das wäre auch ein bisschen lustig. Okay, eine Slide Cartridge. Ach, ist das so, ist das eine CD quasi? Aber das ist, was ist das? Ich weiß nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Ach so, da ist was drin, oder was? Irgendein Research Report, okay, keine Ahnung. Ein Diafilm, okay. Ich hatte gerade Werbung, aber nur so 10 Sekunden. 7 Werbungen, was? Was? 7 Werbungen? Dreht Twitch jetzt komplett durch? Das gibt's doch nicht. Ist ja so eine Minute, ne? Ich meine, ich stream jetzt hier 3 Stunden, da kann man schon mal eine Minute Werbung machen, aber meine Pony Güte. Auf der Schlachtbank ist jetzt ein Bird Rider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. Hi, danke. Danke fürs Abo, Pony, auf der Schlachtbank. Ich war gerade irritiert von Pony auf der Schlachtbank ist jetzt ein Bird Rider. Das war so, auf der Schlachtbank ist jetzt Bird Rider. Und ich war, was? Was ist los? Twitch einfach mal wieder anders los. Ja, eben so eine Minute lasse ich mir eingehen, ne? Aber meine Güte, das ist ja schon
was ihr mir hier für Horrorgeschichten erzählt. Das ist ja schlimmer als jedes Survival-Horror-Spiel mit der Werbung. Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt die Türen geöffnet habe und wo nicht. War ich da schon drin zum Beispiel? Wir werden es gleich rausfinden. Okay, ich guck mal hier die Türen durch. Aha, ich glaube, die war vorher nicht offen. Oder? Keine Ahnung. Bisschen gemein hier. Ich hätte die Schrotflinte mitnehmen sollen. Ich glaube, jetzt ist Schrotflintenzeit. Ich glaube, die Pistole wird jetzt dann bald eingemottet und dann ist Schrotflintenzeit. Meint ihr wirklich, dass die einfach neu spawnen? Es kommt mir schon so vor, als würde das Spiel so suggerieren, dass die wieder aufstehen. Weil es sind schon immer wieder die gleichen, ne? An den gleichen Positionen irgendwie. Hey! Mr. Snake. Danke fürs Abo verschenken. Warum wird denn das bitte nicht angezeigt? Was? Naja, danke schön dafür. Keine Ahnung, warum hier wieder keine Notification kommt. Ein Fax haben wir gefunden. An den General Manager von der Sanitation Division. Von dem Special Committee of Disastrous Raccoon Special Research Depot. This Memorandum, was ist strictly, dieses Schreiben, schätze ich mal, ist streng geheim und muss zerstört werden. Ja, ja, da sind wir wieder bei den Sicherheitsproblemen, die Umbrella hat. Was ist denn da los bei der Firma? Die nehmen die dreistelligen Vornamen ihrer Partnerinnen als Passwort. Die schreiben die Passwörter auch einfach irgendwo auf Zettel und so weiter. Und hier werden jetzt irgendwelche Schreiben nicht vernichtet. Also wirklich. Aber lustig ist, dass es zerstört werden muss, sobald es verstanden wurde. As soon as it is understood. Also wenn ich das lese und ich denke, das check ich nicht, dann kann ich es einfach offen liegen lassen. Gut, gut. Es geht um den T-Virus-Ausbruch, der hier vor kurzem stattgefunden hat. Dieses Komitee untersucht eine Feldforschung. Und laut der Ergebnisse dieser Forschung wird der Schadensamount, der geschätzte, viel größer eingeschätzt, als frühe Reporte erahnen ließen. Erstmal, es ist ziemlich schwer, genaue Daten über die tatsächlichen Zahlen zu finden. More than half of the researchers died. Mehr als die Hälfte der Wissenschaftler starben, nachdem sie dem T-Virus ausgesetzt wurden. Der Body Count, also die Zahl der Toten, wird sich wahrscheinlich noch sehr stark erhöhen. Alle Überlebenden zeigen Symptome des T-Virus. Zweitens, unser Sicherheitssystem funktioniert immer noch. Naja, ich kann mir schon vorstellen, wie gut das. Also glaube ich schon, dass das noch im Betrieb ist, aber ob das jemals irgendwie irgendwas funktioniert hat, ne? Unser Sicherheitssystem funktioniert immer noch. Aber unsere spezielle Security, unser spezielles Sicherheitsquad wurde fast ausgelöscht. Deswegen werden wir die Wissenschaftler. Moment mal. Research information considered by our company to be top secret has been made available to outsiders. Okay, deswegen wurden streng geheime Informationen unserer Forschung an Außenstehende veröffentlicht, oder wie? Gegenmaßnahmen sollten möglichst bald eingeleitet werden. Ach so, weil die rausgeleakt sind, die Informationen. Ich glaube, jetzt verstehe ich's. Die haben ein Safe Word bei Umbrella. Kinky.
Finally, einige von den Exemplaren der Experimente sind ausgebrochen und sind außer Kontrolle geraten. Wir glauben, dass einige Wissenschaftler von diesen Objekten getötet wurden und ihre Körper wurden entstellt. Durch einen seltsamen Zufall... These events are proof of the success. Ach so, durch einen seltsamen Zufall sind diese Vorfälle allerdings auch ein Beweis für den Erfolg unserer Forschung. Aber es besteht trotzdem ein sehr großes Risiko, dass Informationen an die Nachrichten geleakt werden könnten, wenn wir nicht sofort handeln. Die Situation ist wirklich sehr ernst. Wir müssen unsere Operation hier vertuschen. Die Situation ist schwer in den Griff zu bekommen, aber wir hoffen, das Problem wird schnell gelöst werden. Wir sind vor allem besorgt, dass die örtliche Polizei das STARS-Team zur Investigation geschickt hat. Zu früh, früher als gedacht. Wir müssen auch schnell sein und handeln. So schnell wie die. Oder so. Okay. 1998. Excited, Schreibmaschinenpapier, kann ich nicht mitnehmen. Brauchen wir aber auch nicht, wir haben genug. Viele fiktionale Bücher und noch ein Fax im Faxgerät. Es ist eine passwortausgebende Maschine. Wenn ich eine Modisk hätte, könnte ich den Code holen. Ich habe zufällig eine Modisk. Wer hätte das gedacht? Aber ich befürchte, wenn ich jetzt rausgehe... Oh, das ist ein bisschen nervig, dass die ganzen Zombies wieder leben. Das ist aber im Remake nicht mehr so, oder? Wenn ich mich recht ans Remake erinnere, gibt es da keine unsterblichen Zombies. Finde ich auch mega nervig, muss ich sagen. Finde ich mega nervig. Und dass hier kein Schreibmaschinen-Symbol auf der Map angezeigt wird, finde ich auch mega nervig. Aber das ist mein Problem. Du hast doch eine Modisk. Nee, bei mir habe ich keine Modisk. Die Modisk habe ich in der Kiste. Was ich dabei habe... Moment mal! Warum habe ich... Ich habe die Modisk. Okay. Danke. Danke, dass du mir Bescheid sagst. Ich weiß nicht, warum ich die Modisk im Inventar habe. Im Remake gibt's noch Zombies, die du anzünden musst. Genau. Das ist ja klar, damit die nicht zu Crimson Heads werden. Das ist klar. Aber diese ganz normalen Zombies, die einfach immer wieder spawnen, die gibt's, glaube ich, nicht. Ne? Passwort Nummer 1. Ich schwöre mir selber, erklärt der Lord, der Herr, dass du, weil du das getan hast und du deinen Sohn nicht zurückgehalten hast. Was steht da? That because you have done this and have not withheld your son, your only son. Also ich schwöre mir selbst, weil du das getan hast und deinen Sohn nicht aufgehalten hast, deinen einzigen Sohn. Genesis 22, 16. Okay. Das ist jetzt der Passcode Nummer 1, ne? Die zweite Modisk habe ich irgendwo in der Kiste jetzt aber, glaube ich. Aha, genau. Ich brauche sogar 3. Okay. Habe ich gar nicht. Aber da retten wir dann quasi Chris, ne? Das ist das optionale Chris-Rettungsmissionsdingens. Okay, Moment mal. Ich gehe mal schnell die Treppe hoch, ne? Weil ich glaube, da oben haben wir die Tür, glaube ich, auch geöffnet, ne? Jaha, ich hätte mir noch schnell die Schrotflinte holen sollen vielleicht. Ich weiß nicht mehr, was wir hier finden. Ach, guck mal, was wir hier finden. Achtung, ein Projektor. Yeah.
Umbrella Incorporated Bioweapon Materials MA93 Cerberus FI3 Neptun MA121 Hunter T002 Tyrant Dum 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 Leere Bioweapon Research Institute, R&D Stuff. Ich finde das so geil, dass Wesker einfach, wisst ihr, in Sidecode Veronica hat er die roten Zombie-Augen und trägt deswegen die Brille und so weiter. Alles schön und gut, aber hier ist er eigentlich noch ein relativ normaler Mensch. Auch die Story, dass an ihm schon mit dem Progenitor-Virus von Kind an experimentiert wurde, kam mir erst viel später. Das alles gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, als das Original Resident Evil rauskam. Da war einfach nur irgend so ein regular Dude, der halt irgendwie hier, ne? Und der steht halt da einfach mit seiner Sonnenbrille. Da ist das Forschungsteam, die stehen im Labor, die ganzen Wissenschaftler, und er steht da mit seiner Sonnenbrille. Er hat einfach immer seine Sonnenbrille auf. Nachts, wenn die mit dem Hubschrauber da irgendwie landen, in der dunklen Villa trägt er sie, und auch schon damals, als er noch im Forschungsteam von Umbrella war, trug er einfach immer seine Sonnenbrille. Die ist irgendwie, glaube ich, festgewachsen an mit ihm. Ist vielleicht Teil seiner Progenitor-Virus-Forschung, ne? Kriegt man nicht ab. Vor allem ist das der einzige, der computergeneriert aussieht auf dem Bild. Ja, alle sehen ein bisschen weird aus, ne? Die passen nicht so richtig zusammen. Ich finde auch der zweite im Hintergrund in der Mitte, also der erste hinten, der so ein bisschen aussieht wie Macron, finde ich, der sieht auch so aus, ne, die Kopfgröße passt irgendwie nicht. Der wird, irgendwie wurde der komisch reingefotoshoppt von irgendeinem anderen Foto. Also alles sieht weird aus. Aber Wesker sieht auch am wenigsten wie Mensch aus. Es ist ein geiles Foto. Ich finde es ganz großartig. Sehr gut. Und da war jetzt, weil, aber das ist schon geil, ne, wenn man das zum ersten Mal spielt und auch aufmerksam spielt. Und dann kriegt man hier zum ersten Mal den Hinweis, dass Wesker für Umbrella gearbeitet hat. Und wir haben ja vorher schon gehört, dass es irgendwie einen Verräter gibt. Und irgendwo wurde sogar erschossen vor unseren Augen. Und es ist so, oh mein Gott, es ist Wesker. Ich habe ihn an der Sonnenbrille erkannt. Niemand anders im Resident Evil-Universum trägt eine Sonnenbrille. Ist schon cool eigentlich. So, gucken wir nochmal kurz in das Regal. Ach, tatsächlich, guck. Ich dachte, da ist nichts. Und dann, bam. Das ist jetzt Teil der offiziellen Lore, gefällt mir. Was ist jetzt Teil der offiziellen Lore? Ein Gendefekt geboren mit Sonnenbrille. Ja, ja, genau, das finde ich gut. Das ist keine Sonnenbrille, das ist der Sonnenschutz der Ouroboros-Parasiten. Ja. Aber es ist halt wirklich so lustig, weil zu der Zeit war halt wirklich nur ein ganz normaler Dude, ne? Gab ja noch überhaupt nichts Übernatürliches an dem. Finde ich schon lustig. Hey Chris, hallo. Herzlich willkommen. Welche Version von Resident Evil 1 haben wir hier? Das ist die quasi... Wie hieß sie? Die Resident Evil, also Resident Evil 1, das Original, aber der Director's Cut, genau. Auf der PlayStation 5 spiele ich das gerade. Dass Wesker reingeschoppt wurde, da er der Fotograf war. What a twist. Das könnte natürlich auch sein. Security-System, Keller Level 1, Helikopter-Landeplatz. Hochrangige Personen und die Regierung, offizielle bla bla bla, Helikopterport. Im Falle eines Notfalls mag diese Restriktion nicht gelten. Passage zum Helikopter, niemand ist es erlaubt, außer sie werden von Security Director oder Research Consultant begleitet. Alle anderen werden erschossen, sobald sie gesehen werden. Aufzug. Der Aufzug hört während Notfällen auf zu funktionieren. Der Aufzug, der einzige Weg, das ist sehr clever wieder von Umbrella, ne? Der einzige Weg auf dem Helikopterlandeplatz, um zu fliehen, wird in Notfällen deaktiviert, damit auch die hochrangigen Politiker und Führungspersonal nicht mehr hochfahren kann. Finde ich gut. Basement Level 2. Der visuelle Datenraum. Visueller Datenraum ist in der Kontrolle der Special Research Division Keith Arwing, der Raummanager
wurde eingeteilt und hat volle Kontrolle über den Raum. Keller Level 3, Gefängnis. Sanitation Division kontrolliert die Nutzung des Gefängnisses. Und diese Consultation Researcher sind E. Smith, S. Ross, A. Wesker. Da nochmal, falls man es mit dem Foto nicht gecheckt hat, ne? Falls man sich gedacht hat, wer ist denn der Dude mit der Brille? Verstehe ich gar nicht. Wesker. Okay, müssen präsent sein, wenn der Virus benutzt wird. Das Triple Hook Lock. Keinem ist es erlaubt, einzutreten, außer er hat alle drei Passwortdokumente. Die Passcode-Dokumente müssen mit einer speziellen Code-Output-Maschine hergestellt werden, die vom Chef-Researcher persönlich bla bla bla. Powerraum. Only Headquarter Supervision may enter. Nur Hauptquartier-Überwachungspersonal darf eintreten. Diese Restriktion mag zutreffen, nicht zutreffen, wenn der Consultant Researcher Special Befehle bekommen hat. Und die Passcode-Output-Maschinen. Keinem ist es erlaubt, diese Maschine zu benutzen, um Passwörter herzustellen. Außerdem Chief Researcher. Basement Level 4 Top Secret. Streng geheim. Hier wird der Fortschritt des Tyrant überwacht nach der Benutzung des T-Virus. Das restliche Dokument ist nicht lesbar. Okay, alles klar. Sehr gut. Ich hoffe nur, die WCs liegen nicht hinter den Rätseln. Das stimmt. In der Spencer Villa waren ja zumindest ein paar Badezimmer relativ gut erreichbar, ne? Aber hier unten habe ich noch kein Badezimmer gesehen. Hm. Ich bin heute schon voll lange wach. Ich werde ein bisschen müde gerade. Achtung, ich muss schon wieder niesen. So. Oh, halt, stopp. Aufhören. Zurück. Ich will nichts machen. Ich will nicht zurückspulen. Ich will nicht speichern. Ich will nur auf die Karte gucken. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo der Speicherraum war. Ich gucke mich immer ein bisschen um. So wie Jill die Treppe läuft, hat sie schon schwere Beine nach den Ereignissen des Tages. Ich meine, das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, sie ist technisch gesehen schon irgendwie so super Elite Militär und so, ne? Aber die hatte schon einen Scheißtag hinter sich jetzt. Kann man schon verstehen. Es ist außerdem mitten in der Nacht und so, ne? Nein, das hier war auch nicht der Speicherraum. Aber irgendwo hatten wir hier schon einen Speicherraum, ne? Ich bin mir fast sicher. Ich glaube zumindest fest daran. Wir waren schon in irgendeinem Safe Room hier. Wir finden schon wieder einen Safe Room. Ah, warte mal, da ist eine Tür offen. Die war vorher, glaube ich, noch geschlossen, oder? Ah, die ist gar nicht offen. Ich dachte, das grüne Licht zeigt mir, dass offen ist. Ja, jetzt kommt wieder der Doppelbiss, gegen den ich nichts tun kann. Oh nein, die haben mich getötet. Oh, damn it. Oh Gott, nein. Ich habe voll lang nicht mehr gespeichert. Ey, ich spule schnell zurück, Leute. Come on. Ich bin einfach nur dumm. Ich dachte, ich habe noch... Hey, dass die mich aber so schnell... Ich bin tatsächlich schon auf Caution. Das hätte ich nicht gedacht. Falsche Richtung, Chill. Falsche Richtung. Na, zum Glück ist der Granatenwerfer so effektiv gegen lebendes Material, ey. Ich würde echt gerne mit dem Speicherraum wiederfinden.
Kann ich da durch den Riss im Boden kriechen? It's too dark to see anything. Du wurdest schon mal von den Zwillingen gebissen. Ja, ja, ich weiß. Ich habe mir gedacht, ist egal, die sollen mich beißen. Ich habe genug Heilung, da spare ich mir jetzt den Kampf. Und dann sterbe ich plötzlich. That escalated quickly. Ich habe noch nie gesehen, dass da ein Riss ist. Ja, da erlaube ich mal das Zurückspulen. Ja, danke schön. So, jetzt lass uns mal gucken, schnell in die Kiste. Jetzt Achtung, wartet mal. Ich muss mal überlegen, was wir jetzt mitnehmen. Wir nehmen mit. Ich packe meinen Koffer. Ich nehme das Feuerzeug mit, weil ich versuche mal das Feuerzeug bei diesem dunklen Schlitz zu benutzen, ne? Mal schauen. Hier ist leider keine Schreibmaschine, deswegen kann ich leider nicht speichern. Dann packe ich jetzt ehrlich die Pistole weg. Niemand braucht mehr die Pistole. Vor allem, weil wir echt viel Schrotflintenmunition haben. Und ab jetzt wird nur noch mit der Schrotflinte gekämpft. Mit der Pumpgun. Sportlich schlank. Ja, Gott sei Dank, Mann. Aber, Vorsicht am Gerät. Nee, aber, wo ist denn noch die zweite Modisk, die wir schon hatten? Die könnte ich nämlich auch gleich mal hier. Aber ich glaube, sonst haben wir keine, ne? Ich warte mal kurz, lass mich schnell die beiden Shotgun-Munitions-Dinger. Ja, ich weiß nicht, wo Vampire Girl. Ich weiß nicht, wo ein Safe Room ist. Deswegen kann ich nicht speichern. Sonst habe ich aber nichts hier, ne? Nee. Ich würde am liebsten mein Inventar sortieren, aber ich glaube, das ist auch nicht super spannend, wenn wir jetzt eine Stunde lang Inventar sortieren hier. Ich hätte aber schon Bock drauf. Aber es geht schon. Mache ich vielleicht mal offscreen oder so. Hier mal wieder ein bisschen Ordnung reinbringen. Man findet ja gar nichts mehr. Wobei, so lang ist das Spiel jetzt nicht mehr, ne? Lohnt es sich hier? Es lohnt sich immer, Ordnung in seine Kiste zu bringen. Doch, doch. Was rede ich denn da? Reiß dich zusammen, Mann. Okay, sonst habe ich nichts mehr. Okay, gut. Inventarsortier-Stream. Ja, genau, das machen wir. Ein VIP-Stream. Inventar sortieren macht nur in Resident Evil 4 richtig Spaß. Ja, ne? Finde ich auch. Auf die letzte halbe Stunde muss das auch nicht sein. Ne, eben. Finde ich auch. Ordnung ist das halbe Leben, Chaos das Ganze. Ja. So, okay. Ich weiß gerade echt gar nicht, wo wir eigentlich hin müssen, Leute. Ohne Witz. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wir waren jetzt in dem Projektorraum, aber haben wir da irgendwas gefunden auch tatsächlich? Irgendeine wichtige Information oder so? Ich gehe da nochmal kurz rein. Wir hatten da die Deer-Show. Ne, wir haben Weskers Foto gesehen und ein paar andere Monster und so weiter. Ich finde es ja ganz witzig, ne, weil die Lore, also ein Großteil der Resident Evil Lore, kommt tatsächlich nicht aus den... Kommt tatsächlich nicht aus den Hauptspielen, sondern die tatsächlich meiste Lore oder viel davon kommt nicht nur aus irgendwelchen Artworks oder so Bonusmaterial, sondern auch aus den beiden Lightgun-Shootern, Darkside Chronicles und Umbrella Chronicles. Da steckt wirklich ganz viel Lore drin, die quasi so ein bisschen ausschmückt, was in den Originalteilen eigentlich passiert ist. Die Spiele an sich gehen überhaupt nicht tief eigentlich. Da. Ein ziemlich weirder Schlüssel. Yes, den nehmen wir. Ich sollte vielleicht noch schnell eine Waffe ausrüsten. Fällt mir nur mal gerade so ein. Ey, gut, dass ich noch mal reingeguckt habe. Ist aber auch, ist schon ein bisschen gemein, ne? Aber die Kameraeinstellung, wenn man ins Eck geht, die
zentriert direkt zu diesem Gullideckel, diesen Wandgullideckel. Und daran merkt man dann, dass da irgendwas sein muss. Haben die schon nett gemacht. Es gibt noch eine Mo-Disc auf dem kleinen weißen Tisch neben dem Dia-Raum. Hä? Ich glaube, die habe ich. Muss ich nochmal gucken. Habe ich eine irgendwo vergessen eventuell? Das wäre schade. Sieht aus wie ein Fahrradschlossschlüssel. Ja, irgendwie schon, ne? Find auch. Nee, das habe ich, was auch immer hier war. Ja, habe ich. Ich habe eine vergessen tatsächlich. Oh Gott, wo denn? Wo müssten wir denn nochmal hin? Wir könnten ja nochmal zurücklaufen und die holen. Aber vielleicht nehmen wir auch das Ende einfach, wie es kommt, ne? Könnten wir auch machen. Weiß ich noch nicht genau. Was? Sie hat gerade noch gesagt, es ist zu dunkel, um irgendwas zu sehen, ne? Und jetzt plötzlich ist da ein Ink Ribbon drin? Da war so ein Stein. Ah, in der Höhle, wo der Stein war? Nein. Im Haus gibt's eine, die habe ich. Im Labor sind die anderen. Nee, dann müsste es schon passen. Dann müsste es schon passen. Willst du mich verarschen mit dem Stein? Okay, eine Modisk war wohl hinter einem rollenden Stein. Ach so, doch hinter dem Stein. Dann weiß ich es jetzt aber auch nicht. Na? Na, come on. Mein Gott, ist das Geräusch, ey. Holy shit. Ja, werfen wir weg. Hab ich mich erschrocken, war das laut. Dann wird Chris sterben müssen. Ja, müssen wir mal gucken. Wir brauchen ja Chris noch für unseren zweiten Durchlauf eigentlich, ne? Er sollte nicht sterben. Ah, ja, schade. Jetzt hätte ich schon gerne eine Pistole, muss ich sagen, für so einen normalen Zombie. Aber gut. Das klang so leicht genervt gerade. I'm slightly annoyed. Was this really necessary? Kann ein Zombie nicht in Ruhe Hirn essen wollen, ohne gleich mit der Shotgun erschossen zu werden? Oder vielleicht auch so ein bisschen, weißt du, so ja, sehr originell Zombies mit der Schrotflinte erschießen. Hat noch nie jemand vorher gemacht. Überhaupt kein Klischee. So in der Art wahrscheinlich. Ich hoffe, ihr wisst alle, ich sag's immer wieder, oh, das hört sich nach Safe Room an. Na, endlich. Ich hoffe, ihr wisst, dass dieses Kult-Totem, in das ihr eure Kronkorken stecken könnt, nur ein Running Gag ist. Na, das macht leider gar nichts. Das ist nur ein alter Witz, der immer noch aktiv ist quasi hier. Das ist aus dem Spiel Cult of the Lamb damals gewesen, das ich vor mittlerweile über einem Jahr oder so gestreamt habe mal. Und da konnte man das Plugin aktivieren und ich habe vergessen, es zu deaktivieren und so weiter und so fort, ne? Wie das halt so ist. Hinter einem rollenden Stein war eine Mo-Disc. Ach, das ist ja irgendwie blöd. Da überlege ich jetzt schon, ob wir zurückgehen. Aber wie bewegt man denn diesen einen Stein, der mich einfach nicht überrollen wollte? Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht. Wisst ihr, was ich mir nämlich gedacht habe? Ich habe nämlich diesen Würfel mit dem Loch so gedreht, dass ich zu dem Durchgang links gekommen bin, wo ich auch hin musste. Aber wäre vielleicht rechts auch ein Durchgang gewesen? Wäre da vielleicht auch was gewesen? Hätte ich da mal gucken müssen? Ah, vielleicht gehen wir irgendwann nochmal zurück. Vielleicht hätte ich erst mal speichern sollen, bevor ich das Schreibmaschinenband wegpacke, ne? Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. So. You can save your progress. Will you use the ink ribbon? Bitteschön. Ich frage mich echt, was auf dieser Schreibmaschine steht. Jupp. Das mit Rechtsloch weiß ich ehrlich gesagt nicht. Du musst den Stein quasi knutschen.
dann erst wird er ausgelöst. Okay, wisst ihr was, das versuchen wir jetzt einfach mal. Ich gehe nochmal zurück. Nee, rechts war kein Durchgang gewesen, nur links. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal. Komm, packen wir auch nochmal die Koffer, gehen nochmal zurück in den Tunnel und retten Chris. Noch ist kein Selbstzerstörungstimer ausgelöst. Noch müssen wir keine Angst haben, dass uns alles um die Ohren fliegt. Moment mal, bin ich von da gekommen oder von der anderen Tür? Das weiß ich gerade nicht mehr. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Ah, stimmt schon. Ich finde die Resi-Bücher auch ganz spannend, auch wenn sie nicht canon sind. Die Romane, ja, da habe ich ja auch keinen davon selber gelesen. Ich habe nur über die gelesen, witzigerweise. Die erzählen ja im Grunde basically so ein bisschen die Resident Evil-Geschichte von Teil 1 an, so in ihrem eigenen Paralleluniversum, ne, und driften dann auch teilweise ganz stark davon ab. Haben auch für die Monster unterschiedliche Erklärungen und so weiter. Die machen so ihr ganz eigenes Universum. Aber die haben viele Fans. Ich habe auch viel Gutes drüber gehört, aber auch viel Schlechtes, ne? Also sowohl als auch. Will not open unless under first class emergency. Gut. I'll be back. Aufzug, bring mich zu Chris' Rettungsschlüssel. Ich glaube nämlich, dieser eine Stein, der mich einfach nicht überrollen wollte, ist eh relativ nah, ne? Da müssen wir gar nicht so weit zurücklaufen, denke ich. Oh, da ist der Husky wieder. Da ist wieder der träumende Husky. Da gibt es so lustige Videos, ne? Kennt ihr dieses Video, wo so auf der Rückbank im Auto irgendwie zwei Huskies und ein Golden Retriever sitzen und der Golden Retriever sitzt so in der Mitte und guckt so und die Huskies links und rechts drehen komplett durch und heulen rum und sind halt einfach wie Huskies sind. Das ist schon lustig. Müsst ihr euch mal, wenn ihr das nicht wisst, guckt euch mal Husky-Videos an. Huskies sind die weirdesten Hunde da draußen. Resident Evil Cannibal Cove war eine eigenständige Buchstory. Ah ja, okay. Ist die auch von dieser, mir fällt der Name nicht ein, diese Autorin, die eben ganz viele Resident Evil Bücher geschrieben hat. Anderson? Hieß die Anderson? Irgendwie so. Hier, guck mal, ich kann den nicht noch mehr knutschen, den Stein. Ah, jetzt, come on. Come on. Ah, weißt du, ohne Witz. Naja, okay. Und jetzt haben wir, und da findet man die Karte dann für den Untergrund, auch ungewöhnlich. Da, Chris, du bist hiermit gerettet. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Das für dich, Chris. Moment mal, Chris, weil er gerettet wird? Vielleicht war der auch für Chill. Der war für uns alle der Applaus. Wir freuen uns. Hab grad die Mangas auf Amazon gesehen. Taugen die was? Kann ich dir auch nicht sagen. Perry, ja, genau. Aber Huskies sind sehr schön. Noch am nächsten am Wolf dran. Oh, weiß ich. Ob die jetzt am nächsten am Wolf dran sind, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre eher der Wolfshund, ne? Aber Huskies sind schon schön. Aber die sind auch leider so überzüchtete Hunde. Ich meine, Huskies sind auch problematisch. Die haben ganz viel so Gebrechen leider.
was bei größeren Hunden halt üblich ist, ist so Hüfte und so weiter. Aber ich glaube, die haben auch oft irgendwie mit Augen oder Ohren irgendwie so Probleme. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber leider, auch wenn sehr viele Hundearten sehr schön sind, sollte man so überzüchtete Hundearten echt nicht unterstützen, leider. Weil man sonst quasi die Züchtung, die Reproduktion von diesen eh schon überzüchteten Arten nur noch mehr unterstützt und dann werden die noch mehr überzüchtet und so Gebrechen werden immer schlimmer und dann sind es halt Qualzuchten und das ist halt einfach nicht mehr geil, leider. Sollte man da eigentlich, ne? Ja. Genau. Die Mahava Desire. Auch die habe ich nur so teilweise gelesen, was ich so gefunden habe online mal. Fand ich ganz nett, aber ja. Ich habe da mal so eine Liste gemacht, ne? Ich habe da mal ein Video dazu gemacht, welche Medien es zu Resident Evil gibt und welche Kanon sind und welche nicht und so weiter. Aber das ist jetzt auch schon wieder länger her. Ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern, was ist und was zu was gehört und so weiter. Das kann ich euch echt gar nicht mehr sagen. Ja, überzüchtete Hunde sind schlimm. Vor allem den Mops finde ich schrecklich. Ja, die haben ja auch so Probleme mit Atmen und so weiter. Ne? Das ist schon, ja, problematisch. Aber niedlich finde ich Möpse schon. Ne? So ist es nicht. Die können ja auch nichts dafür, dass die überzüchtet sind. Die kleinen Pupsköpfe. Okay, drucken. Ach, come on. Was ist los? Kann ich die nicht alle hier drucken? I already have the passcode. Ach so, ich muss 3 davon finden und in jeden eine Modisk einlegen. Ah, hi, Frau Dunkelgrün. Ich weiß, es ist gerade Resident Evil Time. Darf ich kurz dazwischen fragen, ob es zu Fallout lesenswerte Bücher gibt? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Spontan wüsste ich jetzt nicht, dass es irgendwelche Bücher im Fallout-Universum gibt, tatsächlich. Ich meine nicht, es wäre mir jetzt nichts im Hinterkopf. Das Einzige, was mir da spontan einfällt, ist die Fallout-Bible, die ich sehr cool und sehr spannend finde. Die gibt viele Einblicke auch in die Hintergründe der Spielentwicklung und so weiter und so fort. Ne? Das ist wirklich was, das kann man sich anschauen, aber das ist halt nicht mehr offiziell Kanon, seit die Lizenz jetzt bei Bethesda ist. Das ist wirklich eher so ein bisschen nerdiger Scheiß und ist nicht wirklich ein Buch in dem Sinne, ne? Ich finde Möpse niedlich, das klingt falsch. Ich finde alle Möpse niedlich. Oder so. Ich gehe einfach da rein, aber nur weil ich nicht gegen den kämpfen will. Okay. War ich hier noch nicht? Ich war doch hier schon. Warum leben die denn jetzt wieder? Ich dachte, nur Nackte leben wieder. Ah, ihr Zombies. Hier unten im Labor sind die auf einmal so unberechenbar. Das mag ich gar nicht. Okay, hier waren wir zumindest noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir hierher gekommen sind. Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur die beiden Disks in den Computer legen und plötzlich stehe ich hier in irgendeinem Labor und muss ein Schieberätsel lösen. Das erinnert mich gerade voll an Resident Evil Zero, eine relativ nervige Passage, aber ich hoffe, die ist nicht so nervig. Okay, jetzt gucken wir mal. Wie schiebe ich das jetzt, dass es Sinn macht? Ich muss, glaube ich, am besten erstmal... Na ja, keine Ahnung. Ich schiebe erstmal die Kiste von hinten, wenn das geht. Na gut, dann ist es jetzt eh leicht. Okay, verstehe. Ich suche immer rum, find nix. Deshalb dachte ich mir, ich frag dich mal. Ich glaube wirklich, da gibt's nicht wirklich viel Fallout-technisch.
Es kann schon sein, dass mal so ein Promo-Comic oder sowas erschienen ist. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube tatsächlich, da ist nicht so viel los, ne? Buchtechnisch. Resident Evil habe ich auch ein paar Bücher gelesen, war aber eher so mehr in meinen Augen. Die Gamex-Comics in den 90ern zu Resi waren cool. Ah, ich habe die Leiter, ich muss leider... Ah, nein. Ah, jetzt muss ich das Rätsel, glaube ich, resetten. Jetzt kann ich es nicht mehr rüberschieben. Da fehlt noch irgendwie ein Millimeter. Ah, na, poisonous gas. Okay, jetzt muss ich eh rausgehen und nochmal rein. Das ist wieder... Ja, ich weiß schon, chill. Ich bin dumm. Das ist wieder wie im Ritterrüstungsraum, ne? Haben sie einfach recycelt nochmal. Sowas. Aber gut, dann weiß ich, was zu tun ist. Das klang gerade so Actionheld-mäßig. Dann weiß ich jetzt, was zu tun ist. Da fehlt nur irgendwie so... Nein! Oh Gott, ich bin so doof! Natürlich passiert das. Dann ist es nicht so einfach, wie ich dachte. Da muss ich nochmal kurz mich besinnen. Ja, zum Glück, ne? Das sind die Resident Evil-Wichtel. Das sind so eine ganz spezielle Umbrella-Kreation. Die sieht man nie. Die sind sehr menschenscheu und die sind sehr ordentlich. Die können einen ganz schön in den Wahnsinn treiben, ne? Die kommen quasi in dein Haus, die Wichtel. Und in dem Zustand, in dem das Haus ist, wenn die Wichtel zu dir kommen, behalten die das auch. Da kannst du dann nichts mehr verändern. Sobald du, ne, du räumst den ganzen Tag um, und dann kommen die Wichtel und räumen alles wieder zurück, so wie es war. Das kann einem schon ganz schön in den Wahnsinn treiben, befürchte ich. Das ist eine nicht zu unterschätzende Biowaffe, muss man schon sagen. Aber dafür sind sie ansonsten harmlos. Die fressen wenigstens nicht dein Gesicht weg oder so. Das ist der Vorteil, muss man schon sagen. Das ist dann vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm. Wenn ich das... Ich muss das irgendwie erstmal wegkriegen hier. So. Okay, das sieht doch gut aus, oder? Das schaffen wir. Da passt dann Chill hoffentlich noch zwischen Operationstisch und Behandlungstisch und Kiste hier. So. Na also. Okay, das sieht doch gut aus. Und jetzt, hey, aber überlegt euch mal, das hat irgendwer so konstruiert. Irgendjemand hat gesagt, okay, und in dieses Behandlungszimmer bauen wir einen Luftschacht und über die Treppe kommt man in den Luftschacht. Aber wenn man die Treppe vor den Luftschacht schiebt, dann kommt tödliches Gas. Es sei denn, man platziert die beiden Kisten, die wir auch in diesen Raum stellen. Ich habe gerade ein sehr komisches Geräusch gehört, in real life. Aber ich glaube, das war nur mein Kater, oder Kater? Du machst weirde Zombie-Geräusche, während ich gerade weirde Zombie-Spiele spiele. Da ist ein Airshaft. Willst du reingehen? Jupp. Aha. Na, zum Glück habe ich meine Modiscs dabei. Nice. Schaust du dir eigentlich auch Videos von Andy an? Der hat heute ein Video gemacht, was Wesker bei Separate Ways über den Code Veronica Remake verrät. Habe es leider selber noch nicht gesehen. Ich schaue mir tatsächlich nur sehr, 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 sehr selten Videos von irgendwelchen anderen Leuten an. Gerade wenn es um Themen geht, die ich selber behandle, weil ich mich da nicht beeinflussen will irgendwie. Ne? Selbst wenn man es versucht, dass man da sich... nicht beeinflussen lässt und sein eigenes Zeug macht, bleibt halt immer irgendwas hängen und so weiter. Und das mag ich irgendwie nicht. Deswegen meide ich das tatsächlich. Ich gucke, ehrlich gesagt, privat ganz andere Sachen, die teilweise, also meistens auch nichts mit Videospielen zu tun haben, wenn ich irgendwie YouTube-Videos gucke oder auf Twitch. Das ist Mitarbeitermobbing.
Meinst du jetzt meine Katze? Also, dass ich zu meiner Katze gesagt habe, die ist weird? Oder dass die so weirde Geräusche macht? Hey! Jetzt fangen sie an zu schlägern. Verdammt. Okay, wir haben wieder irgendein Bibelzitat. 22,17. Ab geht's. You unlocked it. Nice. Ach so, das mit dem Lüftungsschacht, ja. Ja. Okay. Gut. Das hätten wir. Dann gehen wir nochmal da rein. Ah, ich hätte ein bisschen gehofft, dass wir heute vielleicht fertig werden. Es wäre realistisch gewesen, aber ich hab's nicht geschafft. Deswegen. Wow! Platzen die Köpfe. Vor lauter Aufregung. Deswegen wird das wahrscheinlich, schätze ich mal, wenn ich so auf die Uhr gucke. Oh, du lebst noch? Holy, was zur Hölle? Deswegen wird das wahrscheinlich in einem Let's Play beendet werden, ne? Gucken wir mal. There is a switch. Will you push it? Na, meinetwegen. There is no reaction. It has no power. No reaction, no power. Und in dem Power, der Power Room ist ja auch irgendwie, ne? Habe ich in einem Dokument gelesen. Streng geheim und so. Ah, aber wir dürfen einfach reingehen. Sehr gut. Nee, jetzt noch nicht. Nee. Wir haben noch eine halbe Stunde. Ist er jetzt endlich tot? Ja. Wenn ich mich recht erinnere, waren das tatsächlich die ersten. Oh! Oh, sind die nervig. Waren das tatsächlich die ersten Hybridwesen, die Umbrella hergestellt hat, noch vor den Huntern? Mensch-Insekt-Hybriden. Obviously stark inspiriert von die Fliege. Ja, bitte. Hoffentlich wird's dann leiser. Ich habe jetzt irgendwas aktiviert, oder? Keine Ahnung. Dass da auch so Maden aus denen rauskommen, ne? Man fragt sich, zu was diese Maden mal werden würden, wenn die sich irgendwie verpuppen können oder so. Es ist so laut hier.
so laute Räume, in denen man die Monster quasi nicht richtig hören kann. Das ist schon auch so ein Resident Evil Ding, ne? Machen die schon auch gern. Also ich denke da gerade an Resident Evil 7 eben. Wo die ja im Grunde genau das mit den Molded auch gemacht haben. Das wäre wahrscheinlich auch das Klügste, die einfach leben zu lassen und durchzulaufen, ne? Aber ich räume halt gern auf. Was? Ich muss wirklich nicht an dem Bildschirm, das sieht so obvious aus. Dann weiß ich es aber auch nicht. Am Ende fliegt eh alles in die Luft. Ja, das stimmt. Dann wird für einen aufgeräumt. Da hast du recht. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier machen muss. Da war doch ein zweiter Monitor. Ich guck noch mal rein. Ich wollte noch mal gucken, weil hier habe ich in ein paar Ecken nicht reingeguckt, ne? Vielleicht dachte ich mir, wäre hier noch was. War beim PC nicht noch eine Akte? Ich guck noch mal. Ich dachte, ich habe alles angeklickt. Also an den kann ich nicht ran. Irgendwie. Ja, da liegt wirklich irgendwas, ne? Nee. A triggering system activator. Ziemlich groß. Mehr sagt er da nicht. Hi, Desert Railgun. Was auch immer ickel heißen soll. Hallo. Nee, ich habe echt keine Ahnung, was wir hier jetzt machen müssen. Weiß ich nicht. Irgendwo war das Modisk-Ding. Ja genau, das brauche ich nämlich auch noch, die dritte Modisk. Aha, gut, immerhin haben wir das schon mal. Dann gehe ich jetzt auch vielleicht erstmal zurück, ne, und wir holen erstmal Chris. Du bist wieder an dem Monitor vorbeigelaufen. Ey, ich gehe jetzt noch mal rein und dann musst du mir sagen, welchen Monitor du meinst. Das sind zwei Monitore, ne? Oder ist da noch ein dritter? Das geht erst, wenn der Selbstzerstörungsmechanismus aktiv ist. Okay. Na gut, weil ich habe versucht, zu beiden Monitoren hinzukommen, aber zu dem einen kommt man erst gar nicht. Nur zwei, ja, genau. Nee. Der andere, der ist da irgendwie verbaut. Keine Ahnung. Oh, diese Ruhe. Oh, ist das schön. Was für ein anstrengender Raum, ey. Meine Güte. Super laut, super nervige Gegner. Huiuiuiuiui. Gut. Dann gehen wir jetzt ganz gechillt Chris retten. Der Verbaute ist wichtig. Ja, okay, aber da kann ich jetzt anscheinend noch nichts machen damit. Ich hab's versucht. Ich schwöre. Aber irgendwie kann es sein, dass da nicht unendlich viel Zombies nachspawnen, sondern dass die irgendwie aufhören.
Nee, das geht nicht. Ihr verwirrt mich. Ihr verwirrt mich mit euren Nachrichten. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ich weiß nicht mehr, was geht und was nicht geht. Juhu! Da kann man, glaube ich, wenn man das zum ersten Mal spielt, damals als Kind und so, echt verzweifeln, ne? Wenn man irgendwie in der Villa eine Modisk vergessen hat und dann sucht man sich dumm und dämlich und denkt sich, oh, hier muss es doch weitergehen, das gibt's doch nicht, ich muss hier rein, sonst geht's nicht weiter. Und es ist halt eigentlich optional einfach und so, ne? Tja. Jill? Is that Jill? You, Jill? Oh, Chris, you're alive! Of course. Damn it, we're in quite a predicament, Jill. I know, Chris. Anyway, I have to open this room. It doesn't work. Well, Chris, I'll be sure to come back and help you soon. Will you wait here? Thanks. I'll be waiting here for you. Okay, das heißt, wenn der Zerstörungsalarm losgeht, dann müssen wir Chris noch schnell aus seiner Zelle abholen. Okay. Ja, was Chris angeht, das weiß ich, dass man ihn erst dann wirklich rausholen kann. Hatte ich doch recht. Also ich habe mehrmals versucht, mit den Bildschirmen zu interagieren und es ist nichts passiert. Ich weiß es auch nicht. Das stimmt. Ich frage mich, wer hat denn, wie lange ist denn Chris da schon und wie lange sind schon alle tot und hatte der was zu essen und... Okay, so lange ist er noch nicht eingesperrt. Nee, Quatsch. War jetzt mein Logikfehler, nicht der vom Spiel. Der kann höchstens irgendwie ein paar Stunden da drin eingesperrt sein, ne? So schnell verhungert man nicht. Wir sind ja hier nicht tagelang in der Villa. Ist ja Quatsch. Alles cool. Nur weil wir seit einer Woche spielen, heißt das nicht, dass Chris seit einer Woche eingesperrt ist. Muss man fairerweise sagen. Na schön, dann gehe ich nochmal in den schrecklich lauten Raum, weil ich jetzt sonst eh nicht weiß, was wir sonst tun sollen. Und dann klicke ich nochmal alle Bildschirme an, aber keine Ahnung, Leute. I tried my best, ich hab's versucht. Vor allem kann man da Leute erst wieder rausholen, wenn das Labor in die Luft fliegt. Ist ja immerhin nett, ne? Man würde es ja Umbrella gar nicht zutrauen, muss ich sagen. Dass die in ihrer Gefängniszelle so ein Sicherheitslock einbauen, dass die Gefangenen fliegen können, wenn das Labor in die Luft fliegt. Immerhin. Macht vielleicht auch gar nicht so unbedingt Sinn, ne? Weil man könnte ja auch meinen, dass die verhindern wollen, dass Informationen nach außen dringen, wenn die schon alles kaputt machen müssen. Ich schätze mal, der Selbstzerstörungsmechanismus ist ja auch speziell dafür da, dass Beweise vernichtet werden. Und dann will man vielleicht auch seine Gefangenen mit vernichten. Aber gut. Eben. Hier kann ich was machen, oder was? Nein, hau doch ab. Im Ernst jetzt. Irgendwo auf so einer Plattform. Na dann, okay. Dann haben wir jetzt die Power wieder hergestellt. Aber hier nicht, oder wie? Nee, wirklich nur genau da gegenüber. Finde ich komisch. Aber okay, gut, passt. Können wir jetzt Aufzug fahren. Ja, wir haben das als Team geschafft. Alle zusammen. Hallo, wildes Ding, wie geht's?
Schön, dass du da bist. So. Ach, Gott sei Dank, da raus. Ist das bei euch auch so laut? Ey, ohne Witz, mal auf meinen Kopfhörern dröhnt das wie sonst noch was. Sehr unangenehm, der Raum. Ich hoffe, wir müssen da nicht mehr rein. Aber ich befürchte schon, oder? Ah. Moment mal. It has no power? Ah, okay. Jill! Barry! Extraordinary Barry in the house. Jill! You're here, too. Yes, you're here, too? Look, I lost my way. Hi, Lucky Rich. Wie geht's? Let's get going. Let's go. Kann man nicht das Original sogar durchspielen, ohne die Villa in die Luft zu sprengen oder irgendwie so? Ich glaube, da gibt es so ein Fail-State, ne? Dass man dann gegen Tyrant kämpft, aber dann stirbt man trotzdem. Oder? Oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, kann man. Ja, ja, genau. Wesker. Wesker. You did a fine job, Barry. Just as I thought. I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. You are so cruel. Well, you don't have to worry about anything. Because you'll be free from this world very soon, Jill. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mentioned... Großartig. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. I must complete my mission. Hi, Oshuya. Bestimmt bald. Bestimmt bald wieder. Go up on the ground and wait there. Barry! Oh. Barry's such a fool. He'll be under the control of Umbrella forever. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes, though both you and Barry seemed to think I was following orders from Umbrella. So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon, what would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl. But if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. So, you're going to steal all the research? Better yet, I'm going to show you the tyrant. Dass ich Barrys Bruder sein könnte, Bruder. Ja, aber der ist im ersten Teil ziemlich grau, ne? Ein bisschen. Sorry, Jill. So grau bin ich noch nicht. Mein Bart müsste ich ein bisschen stutzen. I was listening to what you and Wesker were talking about. I wish I realized it earlier. I thought it must have something to do with Umbrella, you know. Ich stream immer so Dienstag 18 Uhr. Zwar nur einmal in der Woche, aber regelmäßig. It's good that you know that now. Anyway, let's get out of this house first. Jill! Yes, what? Chill. Do you have any idea what Wesker was going to show you at the back of this place? Well, he was talking about the world's most powerful biological weapon, called Tyrant or something, I think. Do you think we could see Tyrant now? Barry, you're so optimistic. It would look bad for stars if we let such a dangerous creature run loose. Maybe you're right. Let's go then. Let's go. Töten wir noch schnell die ultimative Biowaffe, wenn wir schon hier sind. Wie Verstärkung suchen. Holen.
Ich find's geil, dass Barry das überhaupt nicht bemerkt hat anscheinend, ne? Der Katzen guckte noch so links, rechts und dann so... Can a creature like this really be the ultimate biological weapon? Really? Wesker is a crazy man. Tyrant is not completely developed. In dem Lightgun-Shooter spielt man die Passage mit Wesker auf jeden Fall, ja. But we can't let it live. Ja, genau. Barry hat uns auch extra eine Waffe gegen Living Things gegeben, ne? That must be the computer for monitoring this creature. Es ist so genial, einfach alles daran. Alles daran ist so genial. Die Cutscenes sind einfach der Hammer. Oh oh. Hast du sicher die richtigen Knöpfe gedrückt, Barry? Sein Herz wird immer größer. Es platzt jeden Moment, glaube ich. Damn you! Barry! Nein! It can't control what it does. Hat Jill gerade den Tyrant quasi verteidigt und gesagt, na der kann ja nichts dafür, dass er so ist, wie er ist. Ich hätte echt irgendwie mehr Heilungen so mitnehmen sollen für den Kampf, habe ich das Gefühl, ne? Okay, die erste Runde ist anscheinend nicht so schlimm. Gut. Barry? Barry? Hey, danke fürs Abonnieren. Wildes Ding 1 ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. Dankeschön. Freut mich sehr. Super nett von dir. I was clumsy. Let's get going. Hi, Hakimuro, wie geht's? Okay, Barry geht's gut. Tyrant ist tot, der kommt auch nicht mehr. Der ist endgültig tot, da bin ich mir ganz sicher. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Hier in den Barry-Passagen, ne, merkt man noch so ein bisschen diese Wurzeln von Resident Evil 1, dass das mal wirklich schon als Koop-Spiel konzipiert war mit KI-Begleitung und so weiter. 100, der ist hundertprozentig tot. Von dem haben wir das letzte Mal gehört. Uh-oh. Wesker must have set it off. There's not much time left for us. Aber wir müssen Chris noch retten, Barry. Aber jetzt willst du mich ärgern, oder, rosa Flauschewolke? Okay, jetzt wartet mal ganz kurz, ne? Orientierungssinn und so weiter. Wo war denn gleich nochmal der Safe Room? Da würde ich jetzt tatsächlich gerne ganz kurz reingehen. Ich weiß nicht mehr, wo der war. War der hier? Okay. Ich hoffe, die Zeit bleibt stehen, während ich hier im Inventar bin. Ich speichere mal ganz kurz. Lauft jetzt hier schon
Läuft jetzt hier eigentlich schon unsichtbarer Timer oder kommt das erst noch? Im Remake sieht man den ja, glaube ich, zumindest, ne? Oh, don't save. Nee, ich will schon saven. Ich dachte, das ist noch ein... Genau, eben. Das blöde Feuerzeug endlich weg, ja. Ich dachte, damit kann ich in diesen komischen Schacht schauen. Okay, ich wollte zwar eigentlich nur bis 9 machen, aber dann spielen wir es jetzt obviously noch schnell durch, ne? Ist ja Quatsch. Wenn wir schon so einen tollen Alarmsound die ganze Zeit im Hintergrund haben. Okay, jetzt pass mal auf. Die Magnum und die Munition für die Magnum hätte ich ganz gerne noch. Kurbel. Heilspray finde ich grundsätzlich auch gut. Noch ein zweites. Warum nicht? Aha. Sehr schön. Ja, dann sind wir gut ausgestattet, ne? Brauche ich einen leeren Inventarplatz? Ich glaube nicht. Ich hoffe... Ah, kann sein, dass ich einen leeren Inventarplatz brauche. Ich glaube, es ist zumindest im Original so, ne? Im Remake so. Für irgendeine Batterie oder irgendwas. Weiß ich jetzt nicht mehr, ob es hier auch so ist. Einen brauchst du, ja, okay. Gut, ich nehme noch mal kurz die Schubflinte, falls uns was begegnet. Okay. Du kannst erstmal essen und aufs Klo gehen. Nee. ich muss jetzt hier geradeaus durch und dann weiß ich schon, wo wir hin müssen. Okay. Oder jetzt können wir Chris hoffentlich schon retten. Ja, Spiel. Ich habe erst angefangen zu schauen bei dir und die 10 Minuten, bevor ich gefolgt bin. Aber du kannst jetzt nicht aufhören. Ja, das stimmt. Läuft da gerade irgendwas auf mich zu? Kannst du aufhören und weggehen? Wie so ein Clown rollt der vor mir rum. Was zur Hölle? Der soll lieber an der Decke krabbeln, wo ich ihn ignorieren kann. Ich meine nur, dass man während der Sequenz noch 12 Stunden schlafen könnte. Ach so, hier läuft noch kein unsichtbarer Timer, meinst du? Okay. Schön, dass der Alarm jetzt aufhört, während wir Chris retten. Wesker will den magischen Moment nicht zerstören für uns. Sorry for keeping you waiting. So, everything is done? Well, almost, yes. Now let's go. Okay, nice. Und dann geht der Alarm wieder los. Okay, sie hatten ihren Moment. Aktivieren. Wesker weint leise in der Ecke. Ich hatte nie solche Freundschaften wie die beiden. Ich möchte doch nur geliebt werden. Chris? Let's go! Ja, ich versuche ja schon. Du hast mich hier in der Cutscene gefangen genommen. Darf ich dir sagen, was du im Stromraum finden würdest? Ja, das will ich jetzt wissen. Ich glaube nämlich, du verarschst mich. Ich gehe da nicht mehr hin. Ich gehe nicht mehr in den Stromraum. Ups. Da kann jetzt sein, was will. Ich gehe da nie wieder hin. Wesker ist doch sicherlich heimlich in Chris verliebt. Es könnte sein. Die Leiche von Wesker? Ah, okay. Ja, das glaube ich dir sogar. Aber deswegen gehe ich jetzt trotzdem nicht mehr zurück.
geh doch durch die Tür, Jill, um Gottes Willen. Let's go. Will you climb the ladder? Oh, jetzt hätte ich noch mal kurz... Ich gehe noch mal kurz zurück. Oder auch nicht. Okay, ich gehe nicht mehr zurück. Passt schon. Wir schaffen schon. Ich habe nur überlegt, ob ich jetzt die Schubflinte, wo sie eh fast leer ist, schnell weglege und noch ein zweites Heilspray mitnehme und so, aber... Bliblablub. Ist schon... Wird schon klappen. Na gut, kommt, Guys. Die anderen, die da hinten stehen. Soll ich ihn jetzt wirklich kontaktieren? The battery still charged. Okay, na gut, dann muss ich ihn nicht wirklich jetzt kontaktieren. Los geht's. Auf ins Finale. Aha. Genau, da haben wir die nervige Batterie aus irgendeinem Grund. Das machen die aber auch nur, weil sie gemein sind, oder? Ach, damit ich dann... Das machen die, damit ich dann den Raketenwerfer nehmen kann. Das ist clever. Clever Girl. Das ist nicht gemein, das ist clever. Oh no, you must be kidding. After you've come all the way here. Ladies first. Go first, Jill. But Chris... Give me a chance to play nice guy. Okay, I leave it up to you. See you again at the heliport. So, Bernd das Brot kommt jetzt gleich mit dem Hubschrauber. Und wie aus irgendeinem Grund fahren wir jetzt allein mit dem Aufzug hoch. Als ob, ne? What? Warum steigen die nicht einfach mit ein? Aber okay. Stille. Okay. The wind of change. In the rhythm of the moment of a glory night. Puny little rocket. Es ist der Probocoptor. Das Bratmobil. Na, ich habe ja nicht ewig Zeit, Brad, ne? Oh oh. Damn it. Ich war mir sicher, dass er tot ist. You're an Amazon Chill. Okay. Das war gerade so knapp. Ja, war so einen Millimeter vor mir. Und hätte mich beinahe erwischt. Aber ist cool. Raketenwerfer, Explosion. Guck mal, sein Kiefer wabbelt noch. Yay, wir haben es geschafft, Leute. Resident Evil 1 Chill Run erfolgreich beendet. Und ich glaube sogar mit einem guten Ende, oder? Kommen die beiden jetzt noch hoch oder so? Brett the Hitman Hart. Ja, genau. So ungefähr.
Wow, was für ein gewagtes Landemanöver legt dem Brett hier auf einmal hin. Jetzt müssen wir uns nicht mehr stressen. Obwohl, stimmt, die Villa explodiert immer noch jeden Moment. Ist schon okay. Bestes Ende erreicht. Yeah! Es ist einfach großartig. Das Spiel ist einfach, die Cutscenes sind so großartig. Alles ist so großartig. Wow. Ist das die offizielle Credit-Musik? Holy shit, das wusste ich nicht. Oh mein Gott, wie ich das nicht wusste. Das ist ja genial. Nochmal so die besten Momente. Oh ja, 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 ja. Jetzt kenne ich sie. Und es ist großartig. Das habe ich gesucht. Yeah! Fischbrüche mit Zwiebeln, das ist der absolut coolste Tanz-Emote. Du hast gewonnen. Tada! Total Time 8,5 Stunden. Holy shit. Cool. Habe ich das auch mal wieder. Das habe ich jetzt tatsächlich, glaube ich, seit über 20 Jahren, kann ich ziemlich sicher sagen, zum ersten Mal seit über 20 Jahren habe ich mal wieder Resident Evil durchgespielt und mir nicht nur irgendwelche Schnipsel für irgendwelche Lore-Videos irgendwo rausgefilmt oder so. Finde ich cool. Freut mich. Sehr. You've got the special key. Die Tür, zu der wir keinen Schlüssel haben. Da sind alternative Outfits drin, ne? Irgendwie so. Okay, cool, Leute. Ja, sehr nice. Sind wir auch von der Zeit her gut hingekommen heute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt für heute Schluss. Und, ist das laut. Und beim nächsten Mal, auf allgemeinem Wunsch, starten wir dann ein neues Spiel nochmal mit Chris. Beziehungsweise starte ich das jetzt schon in den Let's Plays. Also morgen geht auf dem Let's Play-Kanal quasi jetzt die heutige Aufzeichnung online. Und dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag kommen wieder um 13 Uhr oder 14 Uhr oder so. Mittags rum halt die Let's Plays jeweils, ein paar kurze Folgen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir sind. Mit Chris wird es ja wahrscheinlich wesentlich kürzer sein. Doch, das ist jetzt so. Weißt du, ich finde die Idee von dir gar nicht schlecht, Vampire Girl. Da denke ich mal drüber nach, dass wir Stream-Spiel und Let's Play-Spiel voneinander trennen und dass man dann quasi so ein bisschen parallel die Resident Evil-Spiele spielt. Eins als Let's Play-Reihe, eins als Stream-Reihe. Aber jetzt machen wir erstmal den Chris-Playthrough noch fertig, würde ich sagen. Und dann überlegen wir. Dann machen wir nochmal Abstimmungen. So. Na dann.
Leute, dann würde ich sagen, schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Wollen wir noch irgendwo hin raiden? Bam. Wollen wir wieder zu Harkon raiden? Warum nicht, würde ich sagen. Dann, schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Coolio, danke für die vielen Subs und Bits und für den Support und fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis nächsten Dienstag 18 Uhr wieder live. Und mal gucken, ob es dann mit Chris weitergeht oder ob wir da mit Chris schon durch sind. Durch werden wir nicht sein. Wahrscheinlich spielen wir gerade so das Chris-Finale und fangen dann vielleicht schon mit Resident Evil 2 an. Das wäre mega nice. Gucken wir mal. Also dann, bis Danny. Ah. Schönen Abend noch. Ciao.